Einen wunderschönen guten Abend, ihr schönen Menschen da draußen. Hallo, ein Monat ist rum. Ihr seid da, ich bin da, ich freue mich. Hallo, das ist total schön, dass hier schon ganz viele in der Runde sind. Manchmal lese ich immer schon so 2 bis 5 Sätze, bevor ich auf Live drücke. Ich finde das immer sehr schön, dass sich hier ganz viele vertraute Gesichter, in Gesichter Namen einfinden und auch immer mal wieder welche, die ich noch gar nicht kenne. Franziska, du bist neu bei uns? Wenn ja, herzlich willkommen. Wenn nein, herzlich willkommen. Ich gucke mal eben durch. Ja, ganz viele vertraute Namen. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. In diesem Monat, wir sind wieder bei alter Technik. Ich habe mich schweren Herzens dafür entschieden, das jetzt auf diese Methode wieder zu machen. Die Technik war ziemlich grandios, die wir da beim letzten Mal hatten. Die macht mir das Leben erheblich leichter. Aber offensichtlich läuft das nicht ganz so rund. Und deshalb sind wir jetzt da, wo wir vorher waren. Und ich hoffe, das läuft jetzt hier. Das heißt für mich immer so ein bisschen mehr Multitasking, aber das wird. Okay. Hallo Alessa, schön, dass du da bist. Jetzt muss ich erst mal fragen, ob die Jeanne schon hier ist. Wie geht's dir, Jeanne? Beim letzten Mal warst du ja völlig außer Gefecht, komplett weggeschossen mit einem Bruch. Wie geht's dir? Bist du wieder an Bord? Hallo Ute, hallo Anne, hi Silvia, ich grüße euch. Ja, also, was gibt's zu berichten? Das war ein ereignisreicher Monat. Irgendwie war eine Menge los. Bei uns war eine Menge los. Ich durfte wieder unterwegs sein, was ja fast schon sich befremdlich anfühlt. Ja, wir sind ja auch Reisen gar nicht mehr so gewohnt, ne? Aber ich war jetzt ja fast eine Woche nicht, aber ich war einmal von Sonntag bis Dienstag unterwegs und dann nochmal einen Tag in Frankfurt letzte Woche. Und gleichzeitig, da ist Jeanne, hallo! Geht's dir besser? Ja, ich durfte zu Bernina fahren und das war ein großer Spaß, muss ich sagen. Nicht nur ist es da so schön, dass man eigentlich schon nicht mehr weg will, was historisch gewachsen ist. Also ich glaube, wenn die ihr Werk abreißen würden, dann könnte man da ein Luxus-Apartment neben dem anderen bauen auf der Fläche, weil man freien Blick auf den Bodensee hat von da. Das ist also wirklich eine sensationelle Lage, die einfach historisch gewachsen ist. Dieses Werk ist vor, ich weiß das jetzt gar nicht, 120 Jahren entstanden ungefähr. Und hat halt diesen unglaublich schönen Ort. Ist auch die einzige Unternehmen weit und breit. Also drumherum gibt es nur Hotels und Restaurants und Wohnhäuser und es ist einfach nur wunderschön. Also das war wirklich ein absoluter Traum. Wir haben dort viele, viele schöne Videos gedreht. Ich hoffe, die sind gut geworden. Ich glaube aber schon. Die sind ja relativ professionell gemacht worden. Das heißt relativ, die sind total professionell gemacht worden. Von dem Videoteam, das wir schon letztes Mal bei der Hausmesse hatten. 125 Jahre, sagt die Petra. Die war ja auch dabei, die liebe Petra. 125 Jahre ist Bernina alt. So ist das nämlich. Danke, guck mal, Petra. An den Tag kann ich mich nicht erinnern. An alles Optische, aber an nicht solche lästigen Dinge wie Jahreszeiten. Und ja, das sind, glaube ich, total schöne Videos geworden. Und wir sind durchs Werk gegangen, haben da ganz viel gefilmt. Ich habe natürlich viele, viele, viele Fragen gestellt. Und die sind in Teilen auch beantwortet worden. Das gibt es natürlich dann alles auch auf Video. Und ja. Also ich hoffe, diese Videos, die wir da gemacht haben, machen euch ganz viel Freude. Hallo Barbara, hat Bernina in Steckborn eigentlich einen Werksverkauf? Nein, das haben die nicht, liebe Sarah. Die verkaufen Nähmaschinen überhaupt nicht an Endkunden. Das macht nur der Fachhandel. Man kann sich am Kreativcenter, da kann jeder Kurse buchen, der möchte. Also du kannst dort bei Bernina auf jeden Fall nähen und da gibt es auch so einen kleinen, ja, Shop mit Nähzubehör und so. Und du kannst dir alle Maschinen anschauen, aber du kannst sie dort nicht kaufen. Also das machen sie nicht. Da ist der Handel sicherlich die bessere Adresse. Aber es war natürlich total schön, das alles zu sehen. Und ja, das war mir ein ganz großer Spaß, bei Bernina gewesen zu sein. Und was habe ich noch gemacht? Ich war bei Brother. Das ist natürlich total anders, weil die produzieren ja nicht in Deutschland, sondern die vertreiben hier.
Und da ging es dann mehr darum, die neuen Maschinen zu sehen. Und ich finde schon immer beachtlich, was die so auf die Beine stellen. Also die sind ja immer technisch sehr fit mit ihren Nähmaschinen. Also die haben immer ziemlich coole Features. Und die Plotter-Ladies habe ich getroffen von Hobby-Plotter. Und die haben mich ja letztes Mal schon so angefixt. Da habe ich mir daran danach direkt diesen Plotter gekauft. Und derjenige in unserer Familie, der jetzt am meisten plottet, ist mein Mann. Das ist ziemlich lustig, weil der ist so einfach zu bedienen. Das hat er irgendwie ruckzuck rausgehabt. Und der macht jetzt mit den Kindern so aus Fotos Aufkleber und so Zeug. Und ja, also insofern war das irgendwie ein kleines Déjà-vu im letzten Jahr und auch irgendwie ein ganz großer Spaß. Jeanne schreibt noch eine Woche, dann darf ich wieder auf beide Füße auftreten. Ich bin und bleibe optimistisch. Lieb, dass du nach mir fragst. Sehr, sehr gerne. Das tut mir total leid. Wir haben eine Mitarbeiterin, die Miriam. Die hat einen Sohn, der ganz schlimm einen Bruch hat, mit der jetzt operiert werden musste und Platten und alles Mögliche zusammengefixt. Und der darf jetzt auch 6 Wochen lang nicht auftreten und nicht. Und nach, für, was hat sie heute gesagt? Jedes Mal, wenn er 5 Minuten aufsteht, muss er danach 2 Stunden liegen. Desaster. Also, ja, so ein Bruch ist nicht lustig. Ich hatte noch nie was gebrochen. Ich kann da gar nicht mitreden, liebe Jeanne, aber ich stelle mir das überhaupt nicht lustig vor. Und ich bin froh, dass es dir besser geht. Ganz viele Besserungswünsche für dich, liebe Jeanne. Das ist schön. So, ja, das habe ich die letzte Woche gemacht. Was haben wir noch gemacht? Ja, die Hausmesse beginnt am 10.10. Also ich fahre am, das ist ein Sonntag, ich fahre am Freitag nach Bayern, nach der Schule von den Kindern und dann haben wir Samstag so ein bisschen vorgedreht. Wir drehen so ein paar Nähtipps und so, die dann an dem Sonntag auch eingespielt werden. Und da sind wieder dabei die Anna von Einfach Nähen und die Ina von Petit Doux und ganz viele andere, die ich auch vom letzten Jahr noch kenne, Lian und Matthias und so. Also es wird lustig. Und ich bin natürlich auf deren Nähtipps total gespannt. Und ich glaube, dass das ehrlich gesagt schon eine rundum unterhaltsame Veranstaltung wird. Und dass das schon schön wird zuzuschauen. Wir werden uns jedenfalls sehr darum bemühen und ich habe bis hierhin sehr viel Freude gehabt an den Vorbereitungen. Ja, also das ist so. 10.10. Wer Lust hat, dabei zu sein, das ist also ein reines Online-Event, da kann jeder zugucken. Und wir fahren auch am Sonntag nach Bayern in den Urlaub, schreibt die Claudia. Ja, das ist ja auch total schön da, ne? Ich bin ja inzwischen schon ein paar Mal in Cham gewesen und meine Kinder kommen da immer mit und ich finde das auch total schön. Ja. So, Uli hat schon ein Fanpaket im Anschlag. Ja, es gibt diesmal so Fanpakete. Wir haben auf Instagram auch was verlost. Und da sind ganz viele lustige Sachen drin und Gutscheine und so. Also, wer sich für sowas interessiert, schaut mal auf die Webseite vom Nähpark. Man kann die bestellen. Teschi fragt, ob wir die Nähpark-Pyjama-Party eingetütet haben. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe den Inhaber vom Nähpark auf dem richtigen Fuß erwischt, als wir in der Schweiz waren. Er war ganz beseelt, weil alles ganz gut gelaufen ist. Und ich dachte, jetzt ist mein Moment gekommen, um das doch nochmal anzubringen. Und er hat darüber sehr gelacht und machte mir aber nicht den Eindruck, dass er was dagegen hätte. Ganz im Gegenteil. Er sagte, wenn ihr glaubt, dass das eine schöne Sache ist, dann machen wir daraus eine schöne Sache. Also ich möchte sagen, im Groben, wir sind noch nicht im Feintuning. Aber die Pyjama-Party könnte was werden, liebe Teschi. Das ist natürlich in der Planung nicht so ganz einfach, weil wir gesagt haben, das wird ein Event für die Nähgänge. Ja, und da weiß ich jetzt aber auch nicht so ganz, wie viele das so werden. Und das macht die Planung nicht so ganz einfach. Aber wir gehen ins Feintuning. Aber ich glaube, wir kriegen eine Pyjama-Party. Die Nähgänge. Die Nähgänge und ich und wir. Das war ja bei der letzten Veranstaltung. Ich hole mal aus. Wart ihr letztes Mal überhaupt alle dabei? Kennt ihr die Geschichte mit der Pyjama-Party? Also es war ja so. Irgendwann in einem der letzten Tage, als wir hier zusammen genäht haben, ja, Petra lacht nur, die will erstmal die Hausmesse hinter sich bringen, aber ich habe euch hier alle am Wickel, Petra.
Also, es sieht so aus. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, wir werden bald mal unseren Morgenmantel nähen. Nur um die Frage schon mal vorwegzunehmen, der Stoff ist immer noch nicht da. Insofern weiß ich auch noch nicht so genau, wann das Projekt losgeht. Und dann kam, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee zu sagen, hey, das ist doch unsere Kutte, Kutten müssen wir ausführen und es ist ein Morgenmantel, also machen wir eine Pyjama-Party. Wo machen wir die? Wir machen die beim Nähpark. Und dann hat die Petra nicht schnell genug Nein gesagt und dann haben wir im Nachgang nochmal telefoniert und irgendwie hat sie immer noch nicht laut genug Nein gesagt, weil sie das, glaube ich, auch irgendwie lustig fand. Und daraufhin haben wir das ernsthaft so ein bisschen in Erwägung gezogen. Immer noch so halb zum Spaß. Aber ich hab in der Schweiz tatsächlich gefragt. Und ja, also, es sieht so aus, als würden wir eine Veranstaltung machen beim Nähpark in Cham. Pyjama-Party. Alex möchte gerne dabei sein. Der möchte unbedingt kommen. Und auch einige Leute von uns möchten auf jeden Fall mitkommen. Und ja, wir machen uns jetzt ein bisschen lose Gedanken, wie wir das veranstalten können, wann wir das veranstalten können, wann das so überhaupt passt. Und dann müssen wir uns lose Gedanken darüber machen, in welcher Gruppenstärke wir das Ganze machen. Aber an sich fände ich schon gut, dass jeder, der dabei sein möchte, auch dabei sein kann. Also gibt es da Party, schreibt Alex. Ja, du bist dabei, Hase, du bist dabei. Gibt es da genug Hotelzimmer? Wir werden das irgendwie sicherstellen. Wie gesagt, wir sind noch nicht im Feintuning. Wir sind in der Grobplanung. Aber es könnte das erste Event werden, wo wir uns zusammenfinden. Und das ist natürlich insofern auch aus vielerlei Gründen. Alex kriegt keine Männerkutte. Alex trägt denselben Morgenmantel, den wir alle tragen. Die hat die Wahl zwischen Rot, Hellblau und Dunkelblau. Genau wie alle anderen auch. So. Im Frühjahr wird es uns kalt an den Füßen, sagt die Sabine. Ja, also wie gesagt, der Plan steht noch überhaupt nicht. Jetzt ist ja erstmal Hausmesse und in diesem Jahr wird das wohl nichts mehr, aber das ist eher was fürs nächste Jahr. Und wir wollen es eben in Cham machen und ja, das ist einfach ein schöner Ort, weil Alex trägt Rotwein, nur Rotwein. Sehr gut. Was wollte ich sagen? Jetzt bin ich abgelenkt vom Rotwein. Matten und Schlafsäcke im Verkaufsraum. Ich glaube, Christine, der Plan scheidet aus. Aber wir werden das, also Feintuning muss mehr arbeiten. Aber ich dachte halt, das ist ein cooler Ort und ihr seid da bestimmt genauso gerne wie ich. Das ist auch wirklich spannend bei denen dort. Da gibt es ganz viel zu entdecken. Und ja, nehmen, also das Einzige, was Pflicht ist, ist der Morgenmantel. Also es wird eine Pyjama-Party, 100% im Pyjama-Outfit. Das ist der einzige Fakt, der bisher steht und dass es in Cham stattfinden wird, steht. Alles andere ist offen. Okay, alles klar. So, das ist soweit der einzige Plan, den wir haben. Ich habe allerdings dem Elmar auch gesagt, er darf nicht kommen. Eigentlich hatte ich Männerverbot ausgesprochen und dann hat Alex gesagt, er möchte aber kommen, weil er wäre Teil von der Gang und deshalb er hätte ja auch eine Tasse und deshalb möchte er dabei sein und insofern wird er die Ausnahme bilden. So, was gibt's zu sagen? Das ist der Plan bis hierhin. Mehr wissen wir nicht. Alles andere müssen wir später klären. Da könnte es an Konzentration mehrere. Ich kann nicht folgen. Ach so, eine Nähmaschineneinführung soll die Petra da auch noch machen. Hallo, entweder es wird gefeiert oder es wird in Maschinen eingeführt. Ich bin nur äußerlich ein Mann. Ja, Alex, das stimmt. Also an den Alex muss man immer von irgendwelchen Blümchen abhalten. Blümchendesigns. Das stimmt. Da lebt er seine feminine Seite aus. Der Bademantel wird dir gefallen, Alex. Das wird dein Design, ich schwöre. Ha, also, mehr als das wissen wir nicht. Das habe ich aber jetzt schon mal verraten. Okay, ich ziehe auch vom Bildschirm meinen Bademantel an. Ja, also wie gesagt, alles andere steht absolut gar nicht, Stand heute. Und es wird ein Event für die Nähgänge. Also wir müssen auch irgendwie eine Begrenzung finden. Und da wir hier die Nähgänge sind und uns hier zusammenfinden und wir uns das alles ausgedacht haben, wird das auch ein Event für uns. Okay? Also das ist auch die Begrenzung. Habe ich hier Blümchen gehört? Da werde ich neugierig.
Alex, erzähl mal von deinen Blümchen. Erzähl mal von all den Anna- und Elsa-Kringeln, die ich dir auf jeder einzelnen Karte ausgeredet habe. Ich zeig euch das. Pass auf. Also, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Der Alex, der hat ja einen kilometergroßen Stein bei mir im Herzen, ne? Dem habe ich alles zu verdanken. Der ist einfach wunderbar. Aber eine Marotte hat er und die kriegt man ihm nicht ausgetrieben. Wenn wir diese Karten machen, diese, die macht ja der Alex, ne? Also jede dieser Karten hat der Alex designt. Und da gibt es ja immer so einen Rand. Und es vergeht kaum eine Karte, wo er nicht alles dafür tut, da irgendein Schnörkelding dran zu bringen. Das hier lasse ich ihm ja durchgehen seit ein paar Monaten. Ja. Dieses Buchstabendings. Aber wenn ihr wüsstet, was es da schon für Entwürfe gab und was ich ihm wieder ausgeredet habe, mein Gott, dann ist er immer, am Anfang war er einen halben Tag beleidigt, inzwischen sind es noch 5 Minuten. Aber ja, das ist die Marotte von Alex. Es ist furchtbar. Ne, Hase? Wenn Barbara nicht wäre, wäre das alle hier ein bisschen floral. Ja, deine Elsa, das sieht immer aus wie so ein Anna und Elsa Titelbild, der erste Versuch. Immer so diese, es ist furchtbar. Nicht mein Fall. Warum sind die Karten nur noch einseitig, liebe Tine? Da gibt es einen Grund für. Wir produzieren diese Karten dann als Doppelkarte, wenn wir auf der Rückseite Shopartikel dazu vorstellen. Wir bemühen uns ja eigentlich immer, Shopartikel im Jahr dazu zu haben. Jetzt ist das in diesem Fall aber so, dass wir das totale Privileg hatten, dass die Leute von Art Gallery die Stoffe, die in der Box waren, für uns vorproduziert haben. Die gibt es noch nicht. Die kannst du nirgendwo kaufen. Die Serie ist noch nicht fertig produziert und die ist nicht ausgeliefert. Das, was ihr da in Händen haltet, ist total exklusiv. Und deshalb haben wir die Serie noch nicht. Normalerweise hätten wir haben die Serie eingekauft. Wir kriegen die auch in Gänze, wenn die ausgeliefert wird. Aber das ist eben erst so, vielleicht in 2 Wochen. Ich weiß es gar nicht, wann die kommt. Und deshalb haben wir auf dieser Karte diese zweite Seite weggelassen, weil wir haben nichts zu verkünden. So einfach ist das. Und deshalb ist die einseitig. Also die ist immer doppelseitig, wenn es viel zu sagen gibt, und die ist einseitig, wenn es wenig zu sagen gibt. In diesem Fall war es, wir haben was ganz Schönes fertig. So, bist jetzt sauer, Alex? Was? Wer hat hier Geschmack? Claudia. Das Buchstabendings ist auch sehr schön. Mensch, Claudia, jetzt schleimst du dich hier beim Alex ein. Ich fasse es nicht. Alex, das ist mein Zugeständnis nach einem Jahr, weil ich dachte, irgendwann muss ich dir einen kleinen Finger, ein Stück Fingernagel muss ich dir hinhalten. Und dann habe ich diesen Kringel durchgehen lassen. Alex Kringel und die Blumen sind voll in Ordnung. Danke. Sollen wir mal ein bisschen Spaß machen? Soll der Alex mal. Wie wäre das, wenn der Alex mal die nächste Karte macht und ich sag einfach nichts? Ich rufe nicht an, ich sage, Alex, nimm es raus, bitte nicht. Das sieht doch gar nicht so schön aus. Denk doch mal nochmal drüber nach. Wenn Alex einfach die ganze Karte macht und ich sage nichts, ihr kriegt diese Karte so, wie Alex sie geplant hat. Na, endlich, macht euch auf was gefasst. Ja, also ich würde mich wundern, wenn da keine Glitzersprenkel drauf sind. Irgendwas. Glitzer oder. Komm, irgendwas hast du in petto. Das wird ein Kunstwerk. Lass Alex mal machen. Wenn mir ein einziger erklärt, das wäre die hässlichste Karte der Welt, dann bin ich das nicht schuld. Finde ich eine sehr gute Idee. Alex, ich fange direkt an. Pass auf, Alex. Du kriegst die nächste Karte. Die nächste Karte ist deine. Und wir schreiben, du unterschreibst die auch. Okay, weil ich kann es nicht. Du schreibst Bussi Bussi für immer euer Alex. Okay? Das steht dann drunter. Und dann weiß die Gang Bescheid. Was meinst du? Jetzt weiß ich genau, was der Alex macht. Der wird sich jetzt 1,5 Wochen, ne, so viel Zeit haben wir nicht mehr, mit irgendwelchen Goldperforierungsfolien auseinandersetzen, um. Go for it, Alex. Ja, Alex. Der wird nicht gleich deinen Ruf ruinieren. Gesine, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, was ich ihm schon alles ausgeredet habe. Wenn du wüsstest. Alex, mach doch mal eine Box. Nein, das tust du nicht. Nix. Barbara muss auch unterschreiben. Nee.
Vielleicht möchten wir dann nur noch solche Karten. Das wird ein Spaß. Alex, Hand drauf. Okay, deine Karte. Nicht deine Box, aber deine Karte. Der sitzt schon am Rechner. Jetzt hat er Spaß. Jetzt hat er Spaß. Jetzt müssen wir erstmal eine Budgetaufstockung machen, weil irgendein Büttenpapier her muss. Okay. Die Karte wird teurer als die Box. Das ist sehr gut möglich, liebe Nadja. Okay, hätten wir das auch verzapft? Das ist wieder so ein Moment. Ich muss das ja mal sagen. Das vergeht mir, das ging mir mit der Pyjama-Party schon so. Man macht den Rechner an, startet ins Live, sagt allen Hallo, freut sich total, dass alle da sind. Und nach 2 Stunden macht man den Rechner aus und ich frage mich, an welcher Stelle bin ich hier eigentlich falsch abgebogen, dass das jetzt passiert ist. Okay. Mit Blümchen. Du meinst das Design? Das Design hat der Alex gemacht. Das hier ist Alex Box. Also man muss dazu sagen, wir haben da, das war jetzt schon eine Gemeinschaftssache, ne? Dass die so aussieht. Alex hat die Weihnachtsbox designt. Wir hatten ganz viele Vorschläge. Dann habe ich ein paar gemacht, dann hat er wieder welche gemacht. Am Ende ist sein erster Entwurf geworden. Also die Weihnachtsbox ist sein Design. Auch die vom letzten Jahr übrigens. Aber die jetzt auch. Es gab aber auch Entwürfe, die waren so goldlastig, dass ich schon dachte, heiliger Bimba. Aber die ist sehr, sehr schön geworden. Nein, Alex, da muss ich dich verloben. Die ist sehr schön. Aber das hier ist ja alles Alex Design. Der hat das alles entworfen. Der hat die Boxen, die Sticker, die Karten. Alles Alex. Alles unser Alex. Das wird dann. Oh yes! Das wird die Pyjama-Party-Eintrittskarte. Nur wie eine goldene. Ich weiß gar nicht, ob sie golden wird. Vielleicht wird sie auch hellblau glitzern. Wir wissen es alle nicht. Vielleicht, lieber Alex, wird das die Eintrittskarte. Schmeißt sie nicht weg, egal wie wild sie aussieht. Tut es nicht. Sammleredition von Alex. Jedes Jahr eine Karte von Alex. Ich möchte ja lieber, dass die Tasse eine Sammleredition wird. Die haben wir ja auch gemeinsam verbrochen. Aber ich habe den Eindruck, dieses Zusammenarbeiten tut dem Ergebnis gut. Ich habe es ja noch nie so weit kommen lassen, dass er alleine durchkommt. Mir gefällt Alex Design so gut. Nee, stimmt überhaupt nicht, Alex. Du hast schon eine Menge alleine gemacht. Die letzte Weihnachtsbox zum Beispiel, die war wirklich sehr schön. So, meine Lieben. Wo waren wir? Wo waren wir jetzt schon wieder? Also, für diejenigen, die ja gar keine Ahnung haben, was wir tun, ich glaube, hier gibt es keine Menschen, die nicht wissen, was wir tun, aber nur für den Fall, dass irgendjemand hier versehentlich reingeraten ist und sich denkt, was zur Hölle, dem möchte ich doch an der Tasse fehlt Gold. Ich kann euch genau sagen, warum unsere Tasse kein Gold hatte. Die hatte deshalb kein Gold, weil es hier geschätzte Mitglieder der Gang gibt, die mir ganz wichtig sind, die überhaupt kein Gold mögen. Und das weiß ich von denen. Und ich habe immer ein unsagbar schlechtes Gewissen, wenn wir eine Box machen, wo Gold drin ist. So wie die Augustbox, wo am Stoff ja Gold war. Weil ich weiß, die mögen kein Gold. Also haben wir das mit der Tasse nicht gemacht. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass die Tasse für die Gang eine Sammlertasse wird. Dass wir jedes Jahr ein schönes Design machen. Da habe ich total Lust drauf. Ich finde die nämlich wunderschön. Es ist meine meistgenutzte Tasse. Weil die einfach auch toll in der Hand liegt. Ich finde die super. Und meine Idee ist, dass wir jedes Jahr ein neues Design machen und dann gibt es jedes Jahr eine Sammeltasse. Gut? Findet ihr es gut? Ich liebe meine Tasse. Ich liebe meine Tasse total. Ja, ich glaube, also ich habe das jetzt so ausgeplaudert. Wir haben die noch nicht designt, aber ich habe das dem Alex von Anfang an gesagt. Ich möchte, dass wir eine Sammeltasse machen. Dann, liebe Daniela, wir haben noch ein paar ganz wenige Tassen im Shop. Ich glaube, wir bleiben auch bei weiß. Und die pinke Tasse ist ein Privileg für ein einziges Member hier gewesen. Teschi hat eine pinke Tasse. ja. Wir haben sogar männliche Mitglieder in unserer Belegschaft, die um eine Tasse gebeten haben, weil sie die so gerne mögen.
Seltsam. Habe ich neulich noch dran gedacht, an was? An die pinke Tasse oder an die Tasse oder an überhaupt, an was hast du gedacht, Veronika? Ich habe zwei Tassen. Wer mag, darf eine haben. Okay. Ich trinke einen Tag nach der Negasse und ich liebe sie. Ja, ich mag meine Tasse auch. Ganz, ganz, ganz doll. Bitte eine Tasse mit 500 Milliliter. Das ist eine Suppenschüssel. Das ist keine Tasse mehr. Wir sind fast 6000 Abos in den Negern. Das ist krass. Du meinst, wer den Kanal abonniert hat? Ja, das sind, ich habe das gerade gesehen. Der Alex sagte gerade, als wir telefoniert haben, dass es irgendwie jetzt fast 6000 sind. Aber ja, das sind ja nicht alles Leute, die jetzt hier zugucken. Ne? Wir sind ja doch immer ein kleinerer Kreis, der dann hier dabei ist. So, eine Tasse mit das mit Nachtdesign in der Box. Ja, wir hatten ja schon mal ein Design in der Box. Wir haben jetzt keine neuen mehr machen lassen und wir haben ja auch in letzter Zeit keine Abos mehr angeboten. Wir haben noch ein paar ganz, ganz wenige im Shop, aber wir können sie jetzt nicht mehr anbieten. Ich habe zu meinem Abo keine Tasse bekommen. Es gab die Abo in der Märzbox, liebe Margit. Da war eine Tasse drin. Wann kommt die nächste? Die nächste Tasse wird, denke ich, nächstes Frühjahr kommen. Ich kann die nicht nutzen. Ich habe Schiss, dass sie kaputt geht. Dafür sind Tassen nicht da, Katharina. Man muss die schon benutzen. Das Go zur Sammeltasse. Ja, ich finde auch. Also ich möchte die auf jeden Fall wieder von dem Hersteller machen. Ich möchte, dass diese Form bleibt. Ich finde die total cool. Einfach mit einem anderen Design. Ein Weinglas wäre super. Ja, Alex, dann kannst du dich mal beim Weinglas austoben. Sammeltasse, sagt Veronika. Ja, ich finde die Idee auch schön. Die sind auch total zeitlos. Ich finde die sehen in 5 Jahren ja noch genauso schön aus, glaube ich. Du führst die Postleitzahlenliste, Hummelfilm, 131 Mitglieder. Heiliger Bimmer. Wird es gar keine Abos mehr geben? Fragt die Franziska. Doch, wir werden wieder Abos machen. Aber wir machen eher ein, das mache ich nachts Wein. Alex, das ist eine gute Idee. Wir gehen unter die Hobbywinzer. Ich finde, man braucht auch noch Nebenhobbys. Ja, guter Plan, Alex. Bevor ich jetzt das hier gleich auspacke, ja, will ich das vielleicht doch mal sagen. Ich habe mir das ehrlich gesagt die ganze Zeit überlegt, wie wir das, ob ich das hier mal anspreche, aber vielleicht tue ich das jetzt einfach mal. Wir werden nach der nächsten Box etwas an unserem Abo ändern. Wir hätten das eigentlich nach dieser Box schon gewollt, haben das aber jetzt nicht getan. Der Grund ist der folgende, dass wir den Preis von unserer Box einfach nicht mehr halten können. Die ist in so vielen Komponenten sehr, sehr teuer für uns geworden. Und wir können das so nicht machen, haben aber gleichzeitig, seit wann ist Bochum ein Weinanbaugebiet? Wir machen daraus ein Weinanbaugebiet. Gleichzeitig hatten wir den ganz großen Wunsch, einige Dinge auch viel besser zu machen. Wir haben, das sind die banalen Dinge, der Bezahlweg ist nicht ganz so optimal. Der führt bei uns im Hintergrund zu einigem Theater und der läuft auch bei einigen Kunden nicht so sauber durch. Ja, wir wussten wir am Anfang nicht. Wir haben das ganze Anbau ja aufgesetzt, quasi auf dem Papier, bevor wir überhaupt einen einzigen Kunden hatten, der das Ganze durchgelaufen ist. Also wir haben das ja damals geplant, ungefähr, was ist da drin und wie sieht die aus und wie packen wir die und wie verschicken wir die und haben jetzt quasi ja 2 Jahre Erfahrung gesammelt. Wie viel Zeit dauert es, eine Box zu packen? Die Komponenten sind erheblich teurer geworden, Preise sind gestiegen, Stoffpreise sind angezogen, Versandkosten sind gestiegen in diesem Jahr. Also viele Komponenten haben sich verändert. Viele Boxen sind auch viel aufwendiger zu packen, als wir das so dachten. Also das klappt eben auch nicht mehr ganz so gut. Und was mich persönlich am allermeisten stört, ist, dass wir einige Projekte einfach nicht angehen können, die ich so gerne machen würde. Die schieben wir die ganze Zeit vor uns her, weil wir eigentlich mehr in der Box haben müssten dafür und weil wir gerne Experten dazu holen würden,
die auch mal, nicht auch mal, sondern die dauerhaft auch Sachen in, für uns quasi, für die Nähgänge uns beibringen. Und das geht einfach in dem jetzigen Boxenkonzept nicht. Und deshalb werden wir nach der nächsten Box unser Konzept umstellen. Und ja, und danach wird es auch neue Abos geben. Danach werden wir quasi in neuer Form weitermachen. Und ich freue mich da ganz doll drauf. Also die Details werde ich eben nochmal erzählen. Also wir haben ganz, ganz coole Ideen für die Boxen danach, die wir dann endlich, endlich starten können. Und ja, freue ich mich riesig drauf. Wir werden auch Verstärkung haben dann ab Januar. Auch da freue ich mich schon ganz, ganz doll drauf, was Planung, Schnittmuster und Expertenthemen angeht. Also auch das werden wir viel, viel professioneller handhaben in Zukunft. Ja, und dafür haben wir halt tatsächlich jetzt auch einen Job geschaffen bei uns, den wir vorher so nicht hatten. Was heißt das für die, die schon eine Box haben? Die, die schon eine Box haben, wir werden die jetzigen Blabos bleiben nicht bestehen, sondern wir werden die Box umsch, also wir werden tatsächlich alle anschreiben und werden euch das Angebot machen, in der neuen Box weiterzumachen. Also es wird die Möglichkeit geben für alle, die das möchten, das Abo zu beenden. Und danach, also alle bestehenden Abonnenten haben Vorrang, also das wird absolut so sein. Jeder, der weitermachen will und dabei ist, hat immer Vorrang vor allen anderen. Und dann werden wir auf der Basis neue Boxen anbieten. Nur wir können halt das Abo nicht weiter wachsen lassen zum jetzigen Zeitpunkt, weil es einfach für uns überhaupt nicht wirtschaftlich ist. Und da macht es ja keinen Sinn, noch mehr Abos zu machen. Insofern war diese Änderung einfach so ein bisschen von außen getrieben, aber jetzt von innen mit Leben gefüllt, mit ganz vielen neuen Ideen. Das 12-Monats-Geschenk-Abo ist die Ausnahme. Da haben wir also diejenigen, die vorab ihr Abo bezahlt haben für 12 Monate, die werden wir so wie es ist weiterführen. Die sind quasi ein bisschen die glücklichen Gewinner, weil die haben das vorab bezahlt und deshalb werden wir das dort auch so weiterführen. Das wird nach der Oktoberbox der Fall sein. Die werden wir quasi noch nach altem Konzept versenden und danach erfolgt die Umstellung. Wir werden danach keine Halbjahresabos mehr anbieten. Das ist auch eine Änderung, die wir machen werden. Also wir werden nur noch das Jahresabo fortführen. Das hat damit zu tun, dass wir haben ja jetzt, du kannst bei uns Einzelboxen kaufen, du kannst bei uns ein Halbjahresabo kaufen, du kannst ein Halbjahresgeschenkabo kaufen, du kannst ein 12-Monats-Abo kaufen und ein 12-Monats-Geschenkabo. Also wir bieten die Box in 5 verschiedenen Versionen an. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil so gut wie alle unsere Kunden, also bis auf wirklich wenige Ausnahmen, das Jahresabo haben. Und wir führen also 5 verschiedene Systeme mit verschiedenen Listen im Hintergrund und mit einem großen Aufwand im Hintergrund, obwohl so gut wie keiner mehr ein 6-Monats-Abo hat zum Beispiel. Das ist eine sehr, sehr selten gewählte Version. Haben wir am Anfang nicht gewusst. Wir haben ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das Hauptabo wird, ist aber nicht so. Die meisten machen das Jahresabo mit monatlicher Zahlung. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir nur das fortführen. Das heißt, die Jahre, die ihr ein Geschenkabo haben, die führen wir zu Ende, natürlich. Und bei allen anderen werden wir das ändern. Und ich hoffe, ihr geht das mit. Wir werden den Preis anheben, ich sage das jetzt schon mal, auf 49,90 €. Das wird der Preis für alle sein. Wir haben jetzt schon angefangen in den letzten Boxen, vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass da schon mehr drin ist in den Boxen. Also die Boxen sind am Wert eigentlich ständig gestiegen und auch an den Kosten. Wir haben eben dazu eben dann die Möglichkeit, einfach auch Experten dazu zu holen. Das gibt die Box einfach jetzt so nicht her. Wir werden weiter live nähen, aber es wird auch da eine Veränderung geben. Und zwar werden wir einen Tag ganz normal für alle frei haben, so wie jetzt auch. Und wir werden die beiden anderen Tage in einer Gruppe haben, wo nur noch die dabei sind, die das Abo haben. Das hat einen Grund, den ich gerne erklären möchte. Wir haben zunehmend Probleme,
dass wenn wir mit anderen zusammenarbeiten, dass die das nicht mit uns live besprechen wollen, weil das ja hier ein öffentlicher Raum ist. Und wenn wir ein Schnittmuster im Detail besprechen, dann sagen da eben viele, dass sie das nicht gut finden, dass wir diese Schnittmuster hier mit allen Angaben und Details offen im öffentlichen Raum besprechen, weil natürlich dann auch viele Leute sich im Nachgang diese Videos angucken können und ihre Schnittmuster hier gar nicht mehr kaufen, die ja so Teil der Box sind, weil wir das alles total offen besprochen haben. Und wir wollen aber gerne Experten haben und wir wollen gerne, dass wir viele, viele neue Techniken besprechen und dass wir das im Detail lernen und dass wir eben in dieser Gruppe derer, die eben dann quasi sowieso das Schnittmuster haben, auch ganz, ganz offen sprechen können und nicht so ein bisschen rumeiern müssen, damit wir nicht so alles preisgeben. Das entgeht mir total gegen den Strich. Ich möchte einfach, dass wir einfach alles, jede Frage besprechen können und dass wir alles zeigen können. Und das geht eben nur, indem wir da quasi so einen Rahmen drum bilden. Ich glaube ehrlich gesagt, dass hier fast nur Menschen dabei sind. Ich weiß es ja nicht genau. Hier sind ja viele dabei unter fiktiven Namen. Insofern kann ich das jetzt gar nicht so genau sagen, ob hier überhaupt Menschen dabei sind, die gar kein Abo haben. Ich glaube, im Kern sind das alles Menschen, die sowieso in irgendeiner Form eine Box haben. Aber mir geht es darum, dass ich möchte, dass unser Abo besser wird, dass wir das Maximum rausholen. Ihr macht euch keine Sorgen, technisch wird das laufen. Wir haben uns da sehr kundgetan in letzter Zeit. Und wir werden das ohne Probleme schaffen. Es wird eine Chatfunktion weitergeben. Das wird alles, alles so weiter. Lady B hat kein Abo. Okay. Die Entscheidung finde ich mega schade. Inwiefern, liebe Mary? Also ich möchte da gerne mit euch allen drüber sprechen. Und wir haben uns auch schon da Gedanken gemacht, wie wir das lösen können, wie wir Möglichkeiten finden für diejenigen, die jetzt keine Box haben, die aber total gerne hier dabei sind, irgendwie eine Möglichkeit zu finden. Also und mir geht es total darum, diese Gemeinschaft beisammen zu halten. Und das macht mir einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und wie gesagt, wir haben uns auch darüber Gedanken gemacht, wie wir da Lösungen finden. Da sind wir gerade dran. Fakt ist aber einfach auch, wir müssen halt in irgendeiner Form schauen, dass dieses Abo sich mit den Mitarbeitern, die da arbeiten, die da natürlich auch mit dranhängen, die wir brauchen zum Packen und zu allem, dass sich das in sich trägt. Das muss einfach gegeben sein. Und wie gesagt, ich möchte es einfach auch besser machen. Ich möchte, dass wir Möglichkeiten haben, Experten zu bezahlen. Und das können wir halt aktuell nicht. Beziehungsweise, es stimmt nicht. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon oft mit Steffi zusammengearbeitet oder mal mit Friederike und natürlich haben wir die für ihre Arbeit bezahlt. Aber das geht natürlich bei uns gewaltig ins Budget, wenn wir da jemanden die ein Schnittmuster abkaufen. Okay, das sind doch einige dabei, die aktuell kein Abo haben. Okay, das ist erstmal eine total wichtige Info für mich. Vielen Dank, dass ihr mir das schreibt. Wir versuchen da einen Weg zu finden. Wir versuchen einen Weg zu finden, der funktioniert, weil mir das einfach wichtig ist, dass ihr irgendwie mitkommt. Aber wir können das einfach nicht in diesem komplett offenen Raum haben. Das entpuppt sich zunehmend als Urheberrechtsproblem. Ja, es wird weiter später abrufbar sein. Auch das, ja, auf jeden Fall. Du kannst als Abonnent immer die Videos nachträglich sehen. Ich freue mich total, dass ihr diese Entscheidung mitgeht. Das hört sich jetzt gerade so an. Ja, wir werden auch Lösungen für Schnittmusterkäufe finden. Wir werden auch versuchen, dann wieder Einzelboxen anzubieten. Ja, es wird auch die Aufzeichnung geben weiter. Ja.
Ich freue mich total, wenn ihr dabei seid. Und wie gesagt, das ist mir das Wichtigste. Ein Thema, das einfach ganz oft in den letzten Monaten kam, wenn Menschen geschrieben haben, dass sie ihr Abo verlängern und sehr, sehr viele haben immer wieder verlängert. Also wir haben eine erheblich höhere Verlängerungsquote, als wir das immer angenommen haben. Und das habe ich als großes, großes Kompliment empfunden für unsere Arbeit und für die Box. Aber der meistgenannte Grund war, dass sie erstmal sich da immer freuen, dass sie die Box bekommen, dass ihnen die Auswahl gefällt. Aber ganz viele haben geschrieben, ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich habe mit jeder Box irgendwas gelernt. Ich habe mich an neue Materialien herangetraut. Ich habe neue Techniken gelernt. Und das war mir einfach total wichtig, dass wir das weiter aufgreifen. Ich möchte in einer besseren Weise, als wir das aktuell können, euch Neues beibringen. Ich wünsche mir einfach, dass das eine Box ist, die beim Auspacken Freude macht. Ich wünsche mir, dass ihr Freude mit dem Stoff habt und dass ihr das ein bisschen als eine Art Nähkurs seht, der einfach euch Spaß macht und wo ihr einfach immer, immer Neues lernt. Und dafür brauchen wir einfach an manchen Stellen auch Experten, die uns etwas zeigen, wo ich jetzt einfach sagen muss, das kann ich jetzt nicht gut genug erklären. Das habe ich vielleicht mal ausprobiert oder so, aber da bin ich jetzt einfach kein Experte. Und der neue Preis ist 49,90 €. Also wir gehen von 39. Wir hatten ja im Moment 39,90, 42,90 für das 6-Monats-Abo und 44,90 für die Einzelbox. Und wir gehen also 5 € über die Einzelbox. Die ist quasi die Messlatte und da heben wir den Preis um 5 € an. Aber wie gesagt, auch in diesen Boxen jetzt schon ist schon deutlich mehr drin, als da drin sein dürfte. So aus rein buchhalterischer Sicht. Das muss halt im Grunde passen. Ich zeige euch jetzt mal, was in dieser Box jetzt drin war. Code auf dem Schnittmuster. Finde das für Abonnenten sehr fair, diese Entscheidung. Ich, ehrlich gesagt, Andrea, ich spreche da jetzt so offen mit euch drüber, wie ich das empfinde, weil für mich ist das ein Hin und Her. Einerseits ist mir das total wichtig, das habe ich immer gesagt, dass hier Menschen mitmachen können und einfach hier dabei sein können. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass diejenigen, die das Abo haben, ist ja praktisch bezahlen für alle, ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben die Steffi hier und die ist an einem Abend hier und ist Experte und hat ein Schnittmuster gemacht für uns und zeigt uns eine neue Technik, dann ist das im Grunde die Tatsache, dass wir hier Steffi haben, der Tatsache geschuldet, dass ein paar hundert Leute das Abo haben. Und das ist halt das Problem so ein bisschen. Was ist Allgemeines, was wir so einfach auch zur Verfügung stellen können und wollen als Gemeinschaft für alle. Und was ist, ist eben etwas, was tatsächlich auch nur ein Teil dann für alle finanziert. Und da eier ich selber so ein bisschen rum. Was ist fair, was ist unfair? Wie lösen wir diese Dinge? Aber das Urheberrechtsproblem ist am Ende das maßgebliche Problem gewesen, dass wir einfach in diesem offiziellen YouTube-Raum, wo jeder über einen Suchbegriff uns hier finden kann, quasi ein komplettes Schnittmuster durchsprechen, was im Nachhinein bei Steffi für 10,90 € im Shop liegt. Und hier ist umsonst erklärt, alles. Das ist natürlich schon auch ein Problem. Und das ist natürlich, Steffi ist jetzt exemplarisch, aber das müssen wir lösen. Und erst recht, wollen eben den Kreis derer erweitern, mit denen wir da zusammenarbeiten und die uns hoffentlich ganz, ganz viel über die Monate erklären und zeigen. Und es ist schwierig, sie zu gewinnen auf dem Wege. Ich danke denen für den Zuspruch, die das gerade schreiben. Das ist für mich eine schwierige Entscheidung, ganz ehrlich.
Der Einzelbox wird derselbe Preis sein. Also wir gehen auf diesen einen Preis für alle Boxen. Ich habe mehr gelernt als in jedem Nähkurs und damit ist das Abo ein Schnäppchen und ich liebe die Boxen. Vielen Dank, dass du das schreibst. Dankeschön. Lieber Heidrun, danke für die Info, deine Einzelbox ist nicht da. Wir haben aktuell, da würde ich dich bitten, dass du vielleicht noch mal ganz kurz eine E-Mail an die Yvonne schreibst. Hallo @ das-macht-ich-nachts.com. Schwierige Adresse. Hätten wir auch einfach machen können. Sie hilft dir gerne weiter. Wir sind im Moment tagesaktuell. Das hat es bei uns lange nicht gegeben, aber wir haben Mitarbeiter gefunden, wir haben Mitarbeiter eingestellt und wir haben uns da echt dran gekämpft. Und wenn du bei uns heute bestellst, dann geht das morgen raus. Also wir sind so schnell wie sonst nicht und dann muss das ein Versehen sein. Nein, die Einzelbox kostet 49,90. Wir werden den Preis auf alles einheitlich machen. Das ist für uns im Hintergrund total mühsam, diese mehreren Produkte zu pflegen. Also das sind so Sachen, die waren mir vorher nicht klar. Als ich mir das überlegt habe, war mir nicht im Klar, wie aufwendig und welche Systeme wir im Hintergrund brauchen, die alle Geld kosten. Das sind so Dinge, die man nach vorne raus jetzt nicht so sieht, aber im Hinten raus uns natürlich in der Abwicklung und in den Kosten sehr belastet, dass wir verschiedene Systeme kaufen müssen, die all diese Dinge handeln. Und wenn wir nur eine Box haben und wenn wir nur einen Preis haben, dann können wir diese Systeme abschalten. Und das hilft uns natürlich auch total weiter. Ja, also ich bin dabei, Lösungen zu finden. Mir ist das wirklich ein Anliegen, hier auch alle mitzunehmen, wo immer das geht. Aber dieser ganz offene Raum, den wird es eben so nicht geben. Und ich freue mich für alle, die dabei bleiben und weiter mitmachen. Und nein, es wird keine 6 Monats-Abos mehr geben. Wir machen nur noch das Jahresabo. Einfach deshalb, weil, wie gesagt, für uns macht das nicht viel Sinn. Wir haben sehr wenige 6 Monats-Abonnenten. Also ich glaube, keine 5% sind 6 Monats-Abonnenten. Also wirklich eine sehr, sehr geringe Zahl, die aber für uns sehr, sehr aufwendig ist in der Pflege. Und so gut wie jedes 6 Monats-Abo, und das nehme ich als großes Kompliment, geht danach in ein 12-Monats-Abo über. Also so, wir haben kaum jemanden dabei gehabt, der gesagt hat, okay, das war es jetzt, ich bin raus. Die meisten wechseln dann in das 12-Monats-Abo. Und deshalb ist es aber einfach für uns, ja, wie soll ich sagen, macht es einfach gar keinen Sinn. Und wir müssen einfach gucken, dass solche Overhead-Kosten, die so im Hintergrund sind, die man vorne gar nicht sieht, dass wir die irgendwie eben auch im Griff behalten. Kaufmännisch und urheberrechtlich alles verständlich, aber wie ist das vereinbar mit den Nähgang ist für alle da, unabhängig vom Abo, freundlich und ehrlich gesagt. Ja, der Gedanke ist, dass wir diesen einen Tag behalten, wo wir einfach beieinander sind und uns austauschen und Freude haben. Und dass diese Abende, die eben sehr spezifisch sind, wenn wir eben zum Beispiel, ich bleibe bei dem Beispiel, wenn wir hier die Steffi zu Gast hatten und eine Stunde gesprochen haben und Tipps ausgetauscht haben oder Friederike oder wer auch immer in der Vergangenheit da war, dass das eben nicht mehr allgemeingültiger Kontext ist. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich brauche keine 20 Schuhe, aber die Überraschung der Box, die Inhalte und das Nähen, jetzt ist es zu schnell weg, aber ich glaube, da hast du was ganz Liebes gesagt. Als Anregung, Abbuchung der Abo-Box erst bei Versand. Wir werden das, da kann ich noch ein Wort zu sagen. Wir werden uns von PayPal trennen. Nicht, wir werden uns nicht von PayPal trennen in Gänze, aber wir werden das Abo nicht mehr über PayPal abbuchen. Und zwar, vielleicht kann ich das auch noch kurz erklären. Bei PayPal ist es so, zum einen, der Teil ist schon mal sehr ärgerlich, entstehen eine Menge Gebühren, die wir an irgendeiner anderen Stelle einpreisen müssen. Und das finde ich total ärgerlich, weil davon profitiert nur PayPal, davon haben wir nichts, davon habt ihr nichts, das ist eigentlich Blödsinn. Das war am Anfang für uns total wichtig. Wir brauchten einen schnell funktionierenden Weg. Wir konnten Risiken nicht gut abfangen. Inzwischen brauchen wir das alles nicht mehr und können den direkten Weg zwischen dir als Kunden und uns gehen. Das Zweite, was an PayPal einfach totaler Käse ist, in dem Moment, wo du ein Abo abschließt, gilt der Tag, an dem du das Abo abgeschlossen hast, als der Abzugstag. Wenn du also an einem 21. dich für ein Abo entscheidest, wie ja immer am 17. verschicken, musst du dein Abo immer am 21., zum Beispiel Juni, bezahlen, kriegst deine Box aber erst am 17. Juli. Ich finde das total blöde. Ich hätte das so nicht gewollt, aber PayPal lässt keinen anderen Weg zu.
Das, was wir jetzt zukünftig machen werden, es wird über ein Einzugsverfahren laufen und es wird immer zum 10. des Monats eingezogen. Also der Einzugstermin rutscht viel näher an den Versandtermin. Wir können es nicht im Nachgang lösen und auch nicht knapper, weil es gibt immer ein paar, wo dann irgendwas nicht funktioniert, wo der Einzug nicht geklappt hat oder irgendwas hat sich, es ist ein erstes Abzug und irgendwas läuft schief. So ein paar Fälle haben wir immer. Und wir brauchen mindestens 5 Arbeitstage für die Kommunikation, wo wir eben schreiben können: Hey, liebe Christine, da ist irgendwas schiefgegangen. Können wir das mal kurz klären? Christine braucht Beispiel genug Zeit, um die E-Mail zu lesen, um uns zu antworten, um den Sachverhalt zu klären, damit wir vor dem eigentlichen Versandtag, dem 17., all diese Probleme geklärt haben. Und deshalb müssen wir das schon, den Einzugstermin, ein klein bisschen vor den Versandtag legen. Wir haben aber dann eben nicht mehr diesen Riesenversatz. Und die Möglichkeit, die ist für uns auch total wichtig. Das ist jetzt schon ein bisschen speziell hier, was ich erzähle, aber nur damit ihr mal so vielleicht mitbekommt, wie viele Dinge da im Hintergrund laufen. Das nächste, was für uns ein ganz, ganz großes Problem ist, ist, dass wir dürfen das Abo nur über PayPal anbieten und wir wollen im Shop aber PayPal Plus haben. PayPal Plus hat diese vielen anderen Wege des Bezahlens, die unsere Kunden uns immer fragen: Warum können wir nicht per Sofortüberweisung zahlen? Warum können wir nicht per Kreditkarte bezahlen? Das geht deshalb nicht, weil PayPal, wenn ein Abo-System über den Shop läuft, das alles unterbindet. Wenn wir also quasi die Abos aus diesem Bezahlweg rausnehmen, können wir unseren Shop-Kunden all die anderen Dinge anbieten, die sie so gerne hätten. Also wir können quasi in dem Ändern des Bezahlweges einen ganzen Stapel Probleme auf einmal lösen. Einzugsverfahren mit ausländischen Konten funktioniert auch, ja. Ja, der Grund, warum wir haben seit einigen Monaten keine Abos mehr angeboten, einfach deshalb, weil es macht keinen Sinn für uns, Abos anzubieten. Wir müssen erstmal gucken, dass die wieder für uns etwas besser laufen. Und deshalb haben wir keine neuen Abos mehr angeboten. Wir haben das aufgehört, wir haben jetzt 1000 Boxen, die wir versenden und jetzt stellen wir eben um. Und jeder bekommt die Möglichkeit zu sagen: Ich möchte nicht mehr mitmachen. Also es ist, ja, das ist Stand der Dinge. Ist für uns am Ende ohne Alternative, muss man einfach so sagen. Aber ich hoffe, dass ich es euch ein bisschen erklären konnte, warum wir so entscheiden. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, dass wir tatsächlich jetzt einmal drüber sprechen und ihr eure Fragen stellen könnt. Da wird es auch eine große Fragen-Antwort-Seite zu geben. Da könnt ihr ganz viel nochmal nachlesen, warum ist was wie und wie haben wir es jetzt gelöst. Das perfekt, das mit PayPal hat echt genervt. Ja, PayPal ist echt in der Beziehung total blöder Anbieter, muss man einfach sagen. Wenn ich online etwas bestelle, dann bezahle ich meine Sachen auch vorher. Und manchmal dauert der Versand sogar mehr als Wochen. Das sind dann 7 bis 10 Tage gar nichts. Ja, also es ist, ja, diese 7 Tage Vorlauf werden wir haben. Der Einzugstermin wird der 10. des Monats sein und wir etikettieren ja alles am 15., 16. ungefähr. Also wir haben dann 5 Tage Zeit, bevor die ganze Ware bei uns abgeholt wird. Und auch das ist einfach ein wichtiger Schritt. Also das hört sich jetzt so nüchtern an, weil so eine Box ist ja Spaß und aber dahinter überlegen sind ja auch kaufmännische Dinge. Und wenn wir jetzt sagen: Wir versenden zuerst die Box und kümmern uns dann um diejenigen, die ihre Box leider nicht bezahlt haben. Dann sind das am Ende Ausfallkosten, die man wieder auf alle umlegen muss. Einfach damit es sich trägt. Und das ist nicht fair. Die, die immer ihre Boxen bezahlen, warum sollen die denn jetzt dafür gerade stehen, im übertragenen Sinne, wenn es beim Paar nicht läuft? Also das sind einfach so Dinge, nee, ich finde einfach, wir lösen das vorher. Und derjenige, der dann eben das nicht bezahlen möchte, ja, dann versenden wir die Box halt nicht. Aber das ist all den anderen gegenüber fair. Ja. Christine schreibt, sie freut sich, dass sie die Box einmal im Monat bekommt. Ja. Alle Abonnenten bekommen eine Infomail. Wir werden alle anschreiben. Wir werden denen das alles im Detail noch einmal erklären. Wir werden
eine FAQ-Seite haben, wo all diese Dinge auch im Detail nochmal nachgelesen werden. Ich habe jetzt ein bisschen mit mir gerungen, ob ich das überhaupt live anspreche, aber ich war mir am Ende gar nicht so richtig sicher, wie viele hier dabei sind, die keine Box haben. Und für die ist es ja dann doch so ein bisschen blöd, wenn das hier irgendwie einen anderen Weg nimmt und sie haben das gar nicht so mitbekommen. Natürlich habe ich Verständnis für alle, die sagen, ich kann und will das nicht mehr. Das ist ja auch für uns jetzt in gewisser Weise auch ein großer Schritt gewesen. Aber im Kern ist er ohne Alternative. Das ist einfach so. Wir können nicht über Monate ein Abo weiterführen, das so nicht funktioniert. Das ist halt, was sollen wir machen? Und wir haben gesagt, okay, wenn wir es ändern, machen wir es gleich besser. Dann ändern wir es auf allen Ebenen. Dann stellen wir all die Dinge ab, die uns nerven, die nicht gut sind. Und dann machen wir die Dinge besser, die wir gerne besser machen wollen. Genau, Sabine. Die Umstellung ging auch nicht mehr. Ja. Also, es sind noch Fragen offen. Ja, also wie gesagt, wir bemühen uns im Hintergrund Lösungen zu finden. Habt ihr schon viele Vorbestellungen für die Weihnachtsbox? Ja. Also die Weihnachtsbox werden wir ungefähr in selber Stärke wie im letzten Jahr packen. Ziemlich genau sogar. Wieder dieselbe Schlagzahl wie letztes Jahr. Das war für uns schwer einzuschätzen, was den Einkauf betrifft. Ja, aber die Weihnachtsbox gilt noch bis zum 30.09. Bis zum 30.09. kannst du sie vorbestellen, dann ist Cut. Und dann packen wir exakt die Menge, die wir brauchen. Beim letzten Mal gab es dann eben Menschen, die keine mehr bekommen haben und das tat mir total leid. Da soll schon jeder eine haben, der gerne eine haben möchte und deshalb haben wir das in diesem Jahr andersrum gemacht. Zuerst fragen, wer eine will. Ja, also vielen, vielen Dank für alle, die sich darauf schon freuen und wir geben uns Riesenmühe damit. Das ist immer ein richtig, richtig schönes Projekt. Ja, also wie gesagt, da wird sich einiges verändern, aber ich hoffe zum Guten. Nähen wir dann nur noch an einem Tag im Monat statt an 3 Tagen? Nee, wir werden so diesen Tag haben, den wir jetzt auch haben, wo wir auch ganz viel quatschen. Der wird immer so bleiben, wie er jetzt ist. Der ist für jeden da und da genießen wir unsere Gemeinschaft. Es geht mehr um diese Tage, wenn ein Experte zugeschaltet ist, der eben konkret etwas erklärt, wenn wir konkret an einem Schnittmuster arbeiten. Dann können wir einfach innerhalb dieser geschlossenen Gruppe total offen sprechen. Da müssen wir nicht irgendwie aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viel erzählen und irgendwie Urheberrechtsprobleme hier haben, sondern wir können frei sprechen und das ist eben das Angebot dann für alle, die das Schnittmuster haben. Ich hoffe noch auf das ein oder andere Gadget in Zukunft, sagt die Tina. Ja, wir machen uns da Gedanken. Wenn ich überlege, wer allein an Werbung für neue Stoffe, Materialien, Zubehör beworben und dann im Shop ausverkauft hat, werden vielen Kunden diese live schmerzlich vermissen. Liebe Britta, das ist tatsächlich möglich. Und wir haben auch eine ganze Weile versucht, uns das so ein bisschen auf dem Wege auch weiterzumachen. Aber es ist halt einfach nicht drin. Es funktioniert so für uns leider nicht. Werdet ihr mehr Einzelboxen kalkulieren? Wir werden das versuchen. Alles so teuer. Ja, es ist tatsächlich. Also die Stoffhersteller haben ganz schön angezogen. Das hat ganz viel mit Logistikkosten zu tun, weil es sehr teuer ist, Stoffe zu beziehen. Alles, Kartonagen, DHL hat die Preise angezogen, also auf allen Kanälen. Wir zahlen unsere Leute gut, das ist mir wichtig. Also jeder, der bei uns arbeitet, kriegt ein vernünftiges Gehalt dafür. Und das gilt auch für die Leute, die für uns Schnittmuster oder so machen. Das ist in dieser Branche leider so eine kleine Unsitte. Wenn so ein Schnittmuster 40 Stunden Arbeit ist, dann ist das keine Dienstleistung, die man für einen Hunderter einkauft. Wäre zutiefst ungerecht. Ja, ich weiß, Betriebswirtschaft ist manchmal ja, wie soll ich sagen, das ist manchmal so, dass man denkt, was denn jetzt, ne? Das hört sich so, so kühl an. Aber am Ende des Tages ist mein Ziel,
dass wir das, was wir hier tun können, für viele Jahre tun können. Dass wir in der Box viele coole Projekte umsetzen können. Davon haben wir alle am meisten. Und dass es uns noch ganz lange gibt. Und dafür, da bleibt mir nichts anderes übrig, als auch solche Entscheidungen nach 2 Jahren zu treffen, dass wir die Box verändern müssen. Ja, Ursula, diesen Gedanken gibt es tatsächlich. Über die Schnittmuster da auch etwas zu tun. An dem Gedanken sind wir dran. Das dauert in der Umsetzung aber etwas länger als die Restumstellung. Das ist ein Gedanke, den hat die Steffi schon vor ein paar Wochen eingebracht. Andrea schreibt, ich finde es auch richtig, es anzusprechen, nimmt auch Last von dir und deinem Team. Wem es wichtig ist, der bleibt eh dabei. Ich verstehe das. Andrea, danke, dass du das so siehst. Ich verstehe das, dass viele Menschen, für die ist das wahnsinnig viel Geld. Und ich kann das total nachvollziehen, weil das viel Geld ist. Es ist aber am Ende des Tages, wir bemühen uns auch sehr viel dafür zu bieten. Regina, das war eine Überlegung, ob wir Kurzvideos dazu anbieten. Wir haben die Idee aber wieder verworfen, weil es einfach sehr teuer ist. Also uns kostet ein Kur ich sag das jetzt so offen. Uns kostet ein Kurzvideo in der Produktion ungefähr 1000 Euro. Und das müssten wir wieder auf die Box umlegen, ne? Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Okay. Ja, das ist halt leider so, ne? Und ich meine, das ist ja auch in der Nähwelt leider so, dass da der eine oder andere sich, also ich habe das mit großem Bedauern gelesen, dass jetzt die Quiltmanufaktur da zum Beispiel jetzt gerade schließt. Tut mir total leid. Die macht so einen tollen Job. Das ist ein wunderschöner Laden. Und ja, das ist schon ein bisschen das Problem auch der Branche, ne? Wir müssen da schon irgendwie auch gucken, dass das, was wir machen, Hand und Fuß hat. Genau. Das Live-Nähen haben wir tatsächlich nie geplant. Das war nie als Bestandteil der Box geplant. Das hat sich ergeben in der Corona-Zeit. Stimmt. Das ist komplett. Hallo Randa! Hi! Das ist komplett anders entstanden. Ich habe die Randa kennenlernen dürfen in der Schweiz. Wir hatten ein spontanes Meeting, was total schön war. Randa, schön, dass du da bist. Genau. Und jetzt müssen wir ja noch eine Party planen. So. Ich bin ein bisschen traurig über die Entscheidung. Das tut mir leid. Und die Tatsache, ich glaube, vielleicht hast du es ein bisschen gemerkt, dass es das für mich eine schwere Entscheidung war. Habe ich mich wirklich, wirklich jetzt Monate mit gequält. Wir bemühen uns sehr, das über die Schnittmuster zu lösen, lieber Andrea. Das ist tatsächlich auch eine Idee, die wir haben. Hinter guter Bezahlung der Mitarbeiter stehe ich zu 100%. Lieber Andrea, das weiß ich sehr zu schätzen. Meine Mitarbeiter sind mir sehr, sehr kostbar. Und die machen einen fantastischen Job. Und deshalb ist mir das Thema sehr ernst. Da war ich ganz verwundert. Sonntag bestellt und Montag war das Paket schon unterwegs. Ja, ich sag euch, wir sind gerade blitzeschnell im Shop. Blitzeschnell. Ja. Tatsächlich, Lady B schreibt es, die Schnittmuster können doch auch gerne etwas teurer werden. 2,90 € in der ersten Woche ist auch wirklich sehr günstig. Ja, wir haben da so ein paar Stunts gemacht. Ne? Am Anfang habe ich gedacht, Mensch, ich will, dass sie alle dabei sind. Und dann habe ich das, in der ersten Woche war es ja am Anfang sogar ganz kostenlos. Dann hatten wir 2,90 €, dann haben wir 5,90 €. Und im Nachhinein muss ich sagen, war das nicht so die intelligenteste Entscheidung, weil. Eigentlich gibt man damit, gerade wenn man etwas für umsonst ausgibt, oftmals ist es so, wenn man es umsonst gibt, dann hat es für die Menschen auch nicht so einen Wert. Und wenn wir ein Schnittmuster haben und ich meine, der letzte November, ihr erinnert euch, ich nehme es jetzt einfach, weil ich glaube, dass es das krasseste Beispiel ist, dieses Schnittmuster, wo Steffi ein Schnittmuster geschrieben hat für drei verschiedene Kissen plus drei verschiedene Nadelkissen plus ein Quilt. Ja,
Das ist das aufwendigste Schnittmuster, das ich im deutschen Markt je gesehen habe. Und wir hatten das für 2,90 € im Shop. Das ist auch einfach nicht zu erklären. Und ich möchte einfach, dass wir viel öfter so richtig, richtig gute Schnittmuster haben. Und ja, ich kann das nicht ja selber machen. Ich brauche Hilfe. Ja, Boxen in die Schweiz, ich verstehe. Das ist natürlich dann auch nochmal ein ganz schöner Aufwand mit Zoll und so, ne? Herzchen von Ramna, Herzchen zurück. Kannst du noch mal das Kissen zeigen? Das hier? Ich guck mal eben. Das haben wir genäht mit der Steffi. Und zwar sind das drei verschiedene Kissen. Ich muss mal in meine anderen beiden suchen. Die habe ich hier zugebastelt. Und zwar ist das das Schnittmuster aus den. Boah, jetzt habe ich hier was runtergeschmissen. Das ist das Schnittmuster aus den Novemberbox. Da haben wir Paper Piecing gezeigt. Foundation Paper Piecing. Und zwar ist das dieses, dieses und dieses. Da haben wir euch beigebracht, wie das geht. Und es gibt diese drei als Nadelkissen, immer mit Papiervorlagen, mit allem. Und dann gab es dazu das richtige Sofakissen. Das Material war in der Box. Und dann gab es für dieses Kissen hier, das unterste, noch einen kompletten Quilt. Das war alles eine Anlage. Und ja, das gab es für 5,90 €, 2,90 €. Das ist in dieser Anleitung stand, glaube ich, 80 Stunden Arbeit oder so. Also das war einfach, nee, das können wir auch einfach nicht mehr machen. Und das ist auch einfach nicht fair. Das ist nicht fair demjenigen gegenüber, der diese Arbeit da reingesteckt hat. Genau, bei Annie, bei den Schnittmustern gibt es einen Zugangscode zum Video, das stimmt. Aber bei Annie, wie ein Schnittmuster von bei Annie kostet 11,50 €. Das ist halt auch nochmal eine andere Liga, ne? Und das ist ja auch so, ihr seht das ja auch im Shop. Wir kriegen ja ganz viele Schnittmuster aus den USA und die kosten immer 10 €, 12, 15, 16, 19, 24. Die haben ganz andere Preise für Schnittmuster. Der deutsche Markt ist da so ein bisschen anders. Und ja, wir versuchen einfach im Moment gute Lösungen zu finden. Gute Lösungen, die für uns funktionieren. Wir wollen so gute Leute wie möglich haben, die uns helfen, Dinge zu erklären und unsere Box richtig toll zu machen. Wir brauchen einen Mitarbeiter bei uns, der das alles koordiniert, der quasi ja auch über der Box liegt nochmal. Ja, stimmt sogar. Wir hatten das im Newsletter sogar mal kostenlos, dieses Schnittmuster. Das war total verrückt. Marion P. ist spät dran und wir wissen, was ist hier getroffen worden. Ja, wir werden das Abo verändern. Wir werden den Abo-Preis anheben ab der Oktoberbox und wir werden im Hintergrund einiges verändern. Ich kann es jetzt nicht nochmal ausholen, aber das ist das, worüber wir sprechen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt hier alle Fragen mitbekommen. Die Box ist zwar schön gepackt, aber vielleicht könnte man da etwas reduzieren, das ganze Papier eh in den Müll wandernd. In Teilen. Also wir werden zum Beispiel die Nummerierungsaufkleber weglassen in Zukunft. Die wird es nicht mehr geben, weil die unglaublich teuer sind. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, den wir wegrationalisieren, wo wir einfach sagen, okay, an der Stelle tut es nicht so weh. Wann startet das neue Abo? Ich habe es verpasst. Ab November. Nein, der Gutschein wird nicht mehr in der Box sein. Das wird zukünftig digital sein. Auch das werden wir ändern, weil jetzt liegt ja in jeder Box ein Gutscheincode. Der sieht ja immer so aus. Und die müssen wir drucken lassen, dann muss jemand die draufkleben, dann müssen die gepackt werden. Also das ist ja auch für uns ein Aufwand und den rationalisieren wir jetzt auch weg und werden die zukünftig per E-Mail, nicht per E-Mail, sondern per Link. Oder wie war das nochmal? Oh, jetzt habt ihr mich. Der Alex hat das alles schon eingespielt. Das wird jedenfalls digital sein zukünftig. Ja, der Preis für Abo und Einzelboxen wird derselbe.
Wobei man dazu sagen muss, dass wir ja nicht garantieren können, dass es immer Einzelboxen gibt. Also wenn die Box ausverkauft ist, ist die Box ausverkauft und Vorrang haben dann immer die Abonnenten. Ja. So. Möchte mich auch melden. Ich hoffe, dann auf eine Chance für ein Abo. Ja, also es wird sicherlich wieder welche geben. Ja, wir überlegen Bonus, Abonnenten. Also da wird es sicherlich ein paar Dinge geben, die wir einstielen werden und die werden nur den Abonnenten zur Verfügung stehen. Das wird schon so sein. Also, ja, etwas für alle fast komplett nachvollziehbar. Ja, also unser Gedanke ist, Stand heute, wie lustig, wir diskutieren das jetzt hier, dass wir den Jahresabonnenten einen Rabattcode einräumen. Und zwar für zwei Dinge. Das eine ist, wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass hier auf der Rückseite normalerweise immer steht, dass es Produkte dazu im Shop gibt. Das ist Stoffe oder so, die man zur Box bekommt. Und diejenigen, die das Abo haben, kriegen einen Rabattcode. Die kriegen also das, was es zur Box zu kaufen gibt, immer günstiger. Und das Zweite ist, dass wir den Abonnenten quasi eine Fließbox anbieten werden. Das heißt, die Fliese, die wir sehr viel verwenden, die kannst du in einer Box bekommen und das ist auch vergünstigt für alle Abonnenten. Das kriegen die Einzelboxenkäufer nicht. Habe ich jede noch frei verfügbare Box gekauft. Ja. Das Abo gibt es dann ab November. Werdet ihr anfangen, mit Probenäherin zu arbeiten? Das haben wir noch nicht entschieden, aber wir haben eine Stelle dafür geschaffen. Also es gibt jemanden bei uns, der sich um diese Themen kümmert. Da werden wir gucken, wie wir das aufstellen. Wir haben oft mit Vorlauf da Probleme, aber wir werden ja in Zukunft auch öfter Anleitungen von Experten bekommen. Bleiben alte Gutscheincodes weiterhin gültig? Ich hoffe, das bekommen wir hin. Das finde ich gut, wenn der Gutschein wegfällt. Warum ist das Schnittmuster nicht direkt in der Box, also nicht physisch auf Papier, aber inkludiert? Wir haben das ja deshalb so gehandhabt, weil jetzt ist es ja zum Beispiel so, wir nähen mit dieser Box Kissen. Es gibt ja jetzt durchaus Menschen, die sagen, mag ich nicht, kann ich schon, will ich nicht, kann ich, ist mir wurscht. Der Vorteil an diesem Code ist ja, dass du ihn für jedes Schnittmuster einsetzen kannst. Wenn du sagst, okay, Kissen interessieren mich nicht, aber ich wollte schon mal total gerne einen Päcker nähen, dann kannst du ja mit dem Code auch ein anderes Schnittmuster runterladen. Das ist für die, die jetzt lange dabei sind, nicht so spannend, weil die vielleicht über die Monate die Schnittmuster eh angesammelt haben. Aber wir haben inzwischen, ich glaube, es sind 30 Schnittmuster, die wir anbieten, vielleicht sogar mehr. Und du kannst ja ohne Probleme deinen jetzigen Gutscheincode aus der Einzelbox September nehmen und dieses Schnittmuster holen. Und kannst dann das hier nähen. Und die Freiheit wollten wir halt allen lassen, dass sie nicht das nähen müssen, was ich vorschlage zur Box, sondern einfach irgendwas anderes machen. Das kannst du ja genauso gut. Deshalb haben wir das anders gelöst. Wir werden die Frage mit dem Gutscheincode nochmal explizit beantworten. Ich kann das aus dem Kopf jetzt nicht sagen. Soweit ich weiß, kannst du die weiter mitnehmen. Ich will mich aber nochmal rückversichern beim Alex. Wird es denn genug Abos geben? Ja. Also wir haben eine weiterhin recht hohe Schlagzahl beim Abo und ja, es werden sicherlich auch Menschen jetzt aufhören. Gibt es eine Wartezeit auf die Abos? Also ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt erstmal im November welche anbieten können, auf jeden Fall. Und liebe Miriam, aber ansonsten können wir auch das mal einrichten. Ja, also ich hoffe,
Die Ideen, die wir jetzt haben, ergeben Sinn für euch. Ich fand den Rabatt eine faire Lösung für die Abonnenten. Ich hoffe, ihr habt Freude mit der Fleecebox. Könnt ihr auch für andere Zwecke nutzen. Das ist quasi so die Klassiker, auf die wir hier immer wieder zurückgreifen. Die sind ja auch ansonsten immer eine gute Sache. Auf die habt ihr Abonnenten dann quasi immer einen Rabatt. Ich habe alle deine Schnittmuster frei. Das ist ja cool. Okay. Man kann davon keine Fremdschnittmuster kaufen, liebe Ute. Man kann nur Digitalschnittmuster davon kaufen. Das ist für uns anders nicht möglich. Kann man mehrere Gutscheincodes auf einmal einlösen? Ich glaube ja. Ja, die Filzbox, das leisige, leisige Thema, liebe Susanne. Wir sind in Klärung. Ich habe da heute noch mal Kontakt gehabt mit der Yvonne, beziehungsweise die Yvonne mit mir dazu. Also da sind wir eben auch relativ kurz vor einer Klärung. Wir können das sonst alternativ lösen, wenn du darauf nicht mehr warten möchtest. Abo-Rabatt und Fleece sind voll cool. Also ich hoffe, das passt für euch. Ich hoffe, das, was wir uns jetzt überlegt haben, macht für euch Sinn. Ach, das stand der Filzbox, ja. Ich muss eigentlich, bevor ich ins Live gehe, mal diese Dinge immer auf den aktuellsten Stand gebracht haben, damit ich euch hier was ganz Aktuelles sagen kann. Also die Filzbox ist in der Mache. Ich kann noch kein Datum zusagen. Ich wünsche mir aber, dass es vor der Weihnachtszeit passiert, weil man eben da so besonders gut Filzsachen nähen kann. Ich kann aber keinen Termin nennen, Stand jetzt. Das sind tolle Ideen, die ihr vorhabt. Ich brauche das Abo. Ja, also ich hoffe, dass wir weiterhin mit vielen dabei sind. Ich hoffe, dass wir Lösungen finden für diejenigen, die sagen, Mann, das ist für mich nicht zu machen. Ich will hier aber dabei sein. Nun werden manche ausgeschlossen. Nee, das möchte ich so nicht stehen lassen, liebe Mary Ann. Es wird für euch diesen Tag hier weitergeben, wo ihr einfach dabei sein könnt. Das ist mein Geschenk an jeden, 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 dass wir Wege finden, wo wir zusammen sind. Wir haben auch schon überlegt, ob es, das ist allerdings noch nicht so rasend ausgereift, muss ich ehrlicherweise sagen, dass wir irgendwie auch neben dem Live-Nähen mal hier und da irgendwas machen, dass wir uns zu einer Idee mal treffen. Also all das wird es weitergeben. Aber es ist halt, ich hoffe, ich habe hinreichend erklärt, warum wir andere Lösungen finden müssen. Es hilft alles nichts. Wann kommen denn die Mails? Wir werden, wie gesagt, wir bringen jetzt die Oktoberbox auf den Weg. Die wird nach alter Version weitergeführt und direkt danach erfolgt die Umstellung. Und wir wollen jetzt nicht alle komplett durcheinander bringen, weil die nächste Box wird noch regulär durchlaufen. Nach jetzigem Prinzip an alle Abonnenten. Ich muss das jetzt nochmal sagen. Die Stoffe aus der Box sind einfach wunderschön. Mein Mann ist ja Jäger und somit passt die Box total super zu uns, schreibt die Katrin. Danke, Katrin. Also, was ich ja total schön finde, da müssen wir jetzt nochmal kurz drüber reden. Ich will die Fragen noch beantworten, weil ich hier ein paar Mal getaggt bin. Aber dann reden wir darüber. Da ich nicht so viel nähe, möchte ich auf Hinsicht meines Alters nicht mehr so viel Stoff anhäufen. Das hält mich davon ab, ein Abo abzuschließen. Das kann ich total gut verstehen, Emine. Wie gesagt, wir überlegen gerade, wie wir das Rundumschnittmuster vielleicht auch alternativ irgendwie lösen können. Also wegen mir brauchst du dir keinen Stress zu machen mit der Filzbox. Danke, liebe Sabine. Aber ich mache mir Stress, weil ich finde, es wird jetzt wirklich höchste Zeit. Lohnt sich für euch die Box denn noch trotzdem, wenn sie jeden Monat noch einen Rabatt für die Abonnenten gibt, wenn ihr jetzt noch den Preis erhöhen würdet? Ja, weil die Box an sich rentabler wird. Wir können ja nicht drauflegen mit jeder Box. Wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt eine Box und dann legen wir oben Geld drauf und dann verschenken wir die. Das ist ja was anderes, als wenn wir sagen, nee, die Box trägt sich in sich und wir bieten dafür den Abonnenten etwas an. Rund um den Shop. Das ist ja dann auch nicht generell, sondern es bezieht sich auf die Ware, die wir zur Box haben. Das ist ja dann die Besonderheit, die wir bieten. Ich
Ich hoffe, dass wir diese Dinge besser lösen können. KitKat fragt, ob wir die Projekte quasi näher am Versandtermin bekommen. Ich hoffe sehr, dass durch die Tatsache, dass es dafür einen Job bei uns geben wird, wir viele Dinge einfach schneller lösen können als im Moment. Ja, ich hoffe, das ist definitiv ein Ziel. Andrea, das ist so lieb. Ich verzichte auf vieles, aber die Boxüberraschung ist nun mal meins und muss sein. Ich brauche auch das Abo auch. Es tut mir so viel Spaß. Ich bin dadurch nähsüchtig geworden. Das ist total schön. Danke. Danke, liebe Christine. Ganz, ganz, sie sagt auch, das wird sich schon irgendwie zurechtruckeln. Ich finde es super, dass ich andere Farben und Designs bekomme, die ich nie gekauft hätte. Gibt es denn irgendwann auch ein Schnittmuster zeitgleich mit der Auslieferung zur Box? Wir arbeiten dran. Danke an den Support über Insta. Das bekommst du und der Designer ja auch nicht bezahlt. Wir bemühen uns mit allen Kräften. Dein 6-Monats-Geschenke-Abo. Ja, Geschenke-Abos laufen zu Ende. Die werden wir weiterführen, bis sie auslaufen. Marianne, danke für so liebe Worte. Mir hat die Box und die Lives aus einem großen Lebenstief geholfen. Liebe Ulrike, das ist total schön, dass du das schreibst. Und deshalb ist mir einfach auch total wichtig, dass wir uns hier erhalten bleiben. Liebe Nadja, wir schreiben das jetzt einfach mal alles auf den Sonderseiten zusammen, okay? Ich finde es toll, dass ihr so offen alle Überlegungen ansprecht, die ihr zum neuen Konzept habt. Merkt auch, dass diese Entscheidungen euch nicht einfach sind. Nein, das sind sie nicht. Danke, liebe Christine. Ganz ehrlich, wir kennen uns hier schon ein paar Tage und ich bin mit ganz, ganz vielen Themen ganz ehrlich immer gewesen und ganz offen. Und ich finde, ich mag das so. Ich mag euch das offen sagen können, warum wir Dinge handhaben müssen, wie sie sind. Und das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen wild, dass wir hier so ausführlich drüber sprechen, aber ich möchte euch das einfach erklären. Ich möchte euch mitnehmen auf diese Überlegungen und die wir da haben. Und wir haben uns da unglaublich viele Gedanken gemacht und einfach versucht, Lösungen zu finden, die einfach auch viel Gutes haben, die es eben auch besser machen. Das war mir total wichtig. Wenn das Geschenkabo ausläuft, läuft es aus. Dann musst du ein neues abschließen. Das ist aber dann kein Geschenkabo mehr. Das werden wir nicht fortführen. Zeigst du noch mal, was in der Box drin ist? Diesen Monat war. Ja, also diese Box hier. Ich habe die ausgesucht. Habe ich jetzt alles hier rausgeräumt? Das sieht ja gar nicht schön aus. Ich habe in diese Box ist ganz anders als viele andere. Und ich habe mir ja anfangs vorgenommen, dass wir schon auch ein bisschen viele Farben, Streifen und hoffentlich viele Geschmäcker treffen und dass wir auch saisonal so ein bisschen mitgehen. Ne? Das war im letzten Jahr noch ein bisschen schwierig. Da gab es im September schon Skifahrer. Und diesmal habe ich gesagt, nee, ich möchte eine richtige Herbstbox haben. Und das haben wir gemacht. Und das sind die Farben der Box. Und ich hatte am Anfang so wirklich Sorge, ist das eine Farbe für die Box? Und ich muss sagen, wir haben so tolles Feedback bekommen zu dieser Box. Also die besteht aus 6 Stoffen diesmal. Und dann haben wir aus 2 der Stoffe Schrägband herstellen lassen. Also wir haben in dieser Box einmal, das sind Art Gallery Solids. Und aus das eine ist Gingerbread. Da haben wir selber Schrägband herstellen lassen. Einfach deshalb, weil man für Schrägband relativ viel Stoff verbraucht. Und ich fand das einfach, ja. So konnten wir euch einfach mehr mit in die Box geben. Und der zweite Farbe ist Forest Night. Das ist ein Braun. Und auch dazu gibt es Schrägband in der Box und den Fat Quarter. Und wir haben so tolles Feedback bekommen zu dieser Box. Und ich freue mich da so doll drüber, weil die eben in der Farbe relativ speziell ist. Und ich kann euch auch ein bisschen erzählen, wie das zustande gekommen ist. Wir diskutieren ja immer in großer Runde. Und jeder hat eine andere Meinung. Und ich habe bei allen die Meinung eingeholt. Und der Stoff, wo wir uns alle einig waren, waren die Biber. Die fanden wir, glaube ich, alle cool. Yvonne, warst du auch Team Biber?
Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube ja. Ich finde, wir haben die Biber gekauft, als wir den Papiervorabdruck bekommen haben von Art Gallery. Wir bekommen die inzwischen lange bevor die in die Produktion gehen. Wirklich, manchmal sind das noch totale Rohentwürfe und manchmal werden danach noch irgendwelche Designs rausgestrichen oder Farben verändert. Also in dem Zustand sehen wir das erste Mal die Stoffe. Und ich fand die Biber von Anfang an total cool. Die wird es in der fertigen Kollektion auch in dem Grün geben. Und ich mag zum einen die Tiere total. Die sehen so süß aus. Kann man die sehen? Und das Zweite, was ich an diesem Stoff wunderschön finde, ist dieser Karamellton. Das ist so ein ganz, ganz schöner Karamellton. Irgendwas zwischen Braun und, ja, es ist ja Karamell. Es ist Karamell. Und wir haben Garnfarben benannt auf der Inspirationsseite. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich weiß, dass die passende Garnfarbe zu diesem Ton ist Cinnamon. Das habe ich im Kopf. Bei dem Grünton weiß ich jetzt gerade nicht. Die Box ist wie immer wunderschön. Vielen, vielen Dank. Also, die Karamelltöne mag ich total. Der zweite, wo wir uns total sicher waren, war der Print mit der Schrift. Den mag ich auch sehr, sehr. Ich finde es so, so schön, dass sie gut ankommt, schreibt Yvonne. Es war die erste Box, die ich in der Entstehung begleiten durfte. Ja, Yvonne war bei der Box von Anfang an dabei. Und Yvonne, ich weiß noch, du hast dich, genau, Team Biber und Team Schrift, du hast dich auch für diesen Stoff stark gemacht. Also da waren wir uns auch ganz schnell einig, dass wir den in der Box haben wollen. Ich mag Prinz total gerne. Der ist auf grün, das fand ich auch mal schön, weil die sind oft, sonst auch sehr oft schwarz, diese Textprints, und den finde ich einfach sehr, sehr schön. Dann gab es zwei Stoffe, wo es unterschiedliche Meinungen gab. Ach so, das vielleicht noch zur Erklärung. Es sind sechs Stoffe drin. Aber zwei davon nicht als Fettquarter, sondern als halben Meter. Also das hier ist ein halber Meter, der Biber ist halber Meter. Und der zweite Stoff, von dem ein halber Meter in der Box ist, ist dieser hier. Dieser Stoff stand bei mir relativ lange zur Diskussion. Da war ich mir nicht sicher, ob wir den in die Box packen. Und da hat mich am Ende der Jon überredet, unser dänischer Großhändler, den ich sehr gerne mag. Und der sagte, Barbara, der ist bei unseren Kunden total beliebt und ich glaube, dass da ganz viele Kunden dabei sind, die den sehr gerne mögen. Heute finde ich den sehr schön. Ich versuche gerade euch zu folgen. Die Farben der Boxen so gar nicht meins. Da können wir gleich drüber sprechen. Allerdings gefallen sie meiner Schwester. Dreimal dürft ihr raten, wer die Kissen bekommt. Das ist schön. Die Box ist toll. Ich habe im Wohnzimmer eine grüne Holzpaneelwand und einen honigfarbenen Kachelofen. Was meint ihr, wie toll die Stoffe passen? Ja. Die Biber finde ich auch am schönsten. Den Rest finde ich nicht schlecht, aber sie passen nicht zur Einrichtung. Also kein Kissen. Eva, ich gebe dir gleich nochmal einen Tipp dazu, okay? Die Farben passen bei mir nicht aufs Sofa, aber ich finde die Stoffe dennoch toll. Das ist ja das Schöne an der Box, dass man auch Dinge bekommt, die man nicht auf dem Schirm hatte. Ja, ich hoffe, das inspiriert euch mal so ein bisschen anders. Heike, passen sie super auf die Couch. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich Barbara öfter als einmal im Monat ankündigen soll. Wie meinst du das? Kissen für meine Mama nähen. Ja, also diesen hier hingegen mochte ich total. Danke, Jon, schreibt die Sabine. Ich werde es dem Jon überreden. Ja, ich mochte den hier total und der war bei uns in der Gruppe sehr divers diskutiert. Den habe ich am Ende stur reingepackt, weil ich den mochte. Also da bin ich ja mal gespannt, wie ihr den findet. Ob es mehr gibt, die den mögen als nicht mögen. Den wird es auch als Rayon geben. Später. Und da sagt auch die Agnes aus dem Team, ich mache mir eine Bluse, der sieht total schön aus als Bluse. Ich mag den. Ich mag den. Und ich finde das auch cool, weil der hat exakt die Farbe von Gingerbread. Also die beiden passen ja exakt zueinander. Und das gefiel mir total gut. Zusätzlich, gut, dass es den Jon gibt. Das finde ich aber, der Grüne ist mein Liebling. Da werde ich dem Jon das aber mal erzählen, dass er hier so gut für euch entschieden hat. Die Blumen sind am schönsten. Krass. Farblich hatte ich Bedenken bei der Box, schreibt die Yvonne.
mag ich doch eher die Aquatöne. Aber ich liebe diese Box. Das ist total schön. Und wir können ja nicht das ganze Jahr einfach reintun. Und ich fand, das war einfach eine schöne Alternative. Aber da kann man sich ja einen Rudi hinausziehen. Da kannst du alles draus nähen. Dann haben wir einen Reißverschluss machen lassen. Wieder exakt die Farbe hier von diesem Ton. Also ihr seht, da war diesmal ganz viel Produktion drin in dieser Box, damit das alles so wunderbar zusammenpasst. Und dann gibt es noch Kordel. Und da haben wir es auch für eine hochwertige Kordel entschieden. Die kannst du entweder als Paspelband verwenden. Die ist weich genug für die Paspel. Du kannst aber auch, und da haben wir ja auf Instagram schon einiges gezeigt und im Newsletter, weil die Yvonne da so toll genäht hat. Es gibt ja verschiedene Taschen- und Beutelschnitte, die mit Kordeln arbeiten. Und das ist eine so schöne, wertige Kordel, die kannst du also auch total gut als Zugband nehmen, wenn du keine Paspel nähen willst. Sehr gerne bald eine Aquabox. Christina, es bahnt sich in absehbarer Zeit eine Box an, die dir ganz sicher gut gefallen wird. Was ist das denn ein Rayon? Rayon ist ein Viskosestoff. Die Art Gallery produziert in jeder Serie immer Jerseys mit, nicht, also nur aus bestimmten Designs. Oft gibt es dann dasselbe Design, aber in einer etwas anderen Farbe nochmal auf Jersey. Und es gibt immer einen Viskosestoff, der also für Kleider und Blusen gedacht ist. Und in dieser Kollektion ist es dieser Print. Also der wird als Bekleidungsstoff produziert. Da kannst du also eine ganz weich fallende Bluse oder ein Kleid draus nähen. Und das stelle ich mir schon schick vor. Erinnert mich so ein bisschen an das eine Kleid bei Pretty Woman, dass sie da mit dem Hut. Was ist das denn jetzt nochmal? Da ist sie doch, wo sie da am Ende die Rasendinger zutreten. Was ist denn das da für ein Sport? Auf dem Pferd, mit dem Ball. Kinders, helft mir. Dieser eine Sport, dieses eine Kleid. Ihr wisst, das erinnert mich daran. Polo, Dankeschön. Polo ist das. Das waren Punkte. Okay, stimmt, das waren Punkte. Du hast recht. Beim Polo. Ja, danke, 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 beim Polo. Genau, stimmt, da waren Punkte drauf, ne? Aber ein bisschen erinnert mich das daran. Naja, was Julia Roberts steht, steht uns doch schon lange. So, der Rehbraune mit den Punkten. Okay, ja, das ist echt, das ist ein super Stoff für ein Kleid, oder? Ich finde auch. Möchte vielleicht jemand den Biberstoff tauschen? Der Stoff ist nicht so meiner. Also, ich nehme ihn. Wir haben tatsächlich im Moment gar keinen mehr. Ich finde den Biber so schön. Der Biber ist mein Ding. Was wollte ich euch sagen? Ich wollte euch noch was erzählen. Also, und zwar, wir haben auf der Inspirationsseite einige Kombinationen zusammengestellt für diejenigen, die sagen, also braun und grün zusammen ist mir so ein bisschen zu waldmäßig. Da haben wir einige Kombinationsmöglichkeiten für diesen Stoff, die euch vielleicht gefallen. Wir haben passende Reißverschlüsse rausgesucht, wenn du ein Taschenprojekt nähen willst. Wir haben ganz tolles Gurtband von Merchant & Mills, sowohl in diesem Rostton als auch in dem Grünton. Das passt perfekt. Also du kannst aus diesen Stoffen ganz, ganz wunderbar mit der Ergänzung eine Tasche nähen. Genau, bei Pretty Woman. Stimmt. Wir haben ihn also alle gesehen. Jetzt habe ich mal wieder Lust, den zu sehen. Kennt ihr das? Filme, die ich gerne mag, die muss ich einfach immer mal wieder gesehen haben. Dann gibt es so einen Tag, so eine Stimmung, da muss es dieser Film sein. Jetzt habe ich Lust auf Pretty Woman. Ich muss den nochmal gucken. Nur aus Recherchezwecken, versteht sich. So, jetzt wollte ich euch doch noch was zeigen. Also, was bekommt ihr eigentlich die Gurtbänder von Tula Pink Ransom's Ribbons? Ja. Bekommen wir, allerdings weiß ich noch nicht wann, weil die erste Charge ist weg und wir haben aus der zweiten Charge bestellt. Die soll kommen Anfang Oktober und ich weiß da nicht so genau, wann die hier sein werden, aber wir werden die bekommen. Also, Inspirationsseite, liebe Nadja, wir haben das geändert. Das ist jetzt eben jetzt auch nicht mehr so allgemeiner Content, aber auf deiner Karte steht der Code drauf. Das mache ich nachts.com box-September 2021. Wenn du das eingibst, findest du den aktuellen Eintrag. Und dort auf dieser Seite haben wir ganz viele Kombinationsmöglichkeiten zusammengestellt, wie du diese Farben anders mischen kannst. Zum Beispiel auch mit Aqua. Das kann ich dir nämlich hier zeigen. Wir haben Shotcottons. Ich liebe Shotcottons extrem. Das ist ein wunderbarer Stoff. Und Shotcottons, das kann ich vielleicht nochmal erklären.
ist ein gewebter Stoff, der ist relativ weich und der wird produziert, indem zwei verschiedene Farben miteinander verwoben werden. Das führt dazu, dass das aus der Ferne aussieht wie eine Farbe. Wenn man ganz nah hinguckt, sieht man die beiden Ursprungsfarben. Also hier siehst du zum Beispiel am Rand, dass da ein sehr dunkler Braunton reingewebt wurde in Kombination mit einem ja fast schon Orange. Und die Mischung aus diesen beiden ergibt dann diesen Schottkotten in Rust. Pretty Woman bei der Pyjama-Party. Oh, Filmeabend. Ich bin dabei. So, das ist also ein Schottkotten. Und die passen extrem gut zur Box. Einige Farben jedenfalls. Zum Beispiel die Farbe Rust ist genau dieselbe wie das. Wenn du also daraus irgendwie ein Quillprojekt machen willst oder das einnehmen kannst, ist das ein ganz, ganz toller Solid dazu. Und was man hier gut sehen kann, ich habe jetzt mal ein paar andere Farben rausgesucht. Ich zeige das mal so. Du kannst also diese Rosttöne oder diese Cognac, wie nennt man die? Dieses warme Braun total gut mit so einem warmen Grau mischen. Dieser Ton heißt Ash. Und dadurch bekommt diese Kombination eine ganz neue Dynamik. Also das sieht sehr modern aus, dieses Braun mit diesem Grauton. Also wenn du eine Couch hast, die zum Beispiel eher grau ist und du sagst, oh, grün und braun ist jetzt aber nicht so mein Ding, dann misch einfach so einen warmen Grauton ein, wie dieses Ash, und du bekommst relativ moderne, eine relativ moderne Mischung. Die zweite Farbe, die auch total gut dazu passt, ist Jungle. Das ist ein Grün. Und hier kannst du das jetzt auch ganz gut sehen. Wenn du eben ein Grün mit zum Beispiel einem Grau mischt, hast du auch eine wesentlich modernere, strahlendere Kombination, die nicht ganz so herbstlich ist, aber damit auch wieder in viele Zuhause passt. Dann würde ich dir einfach empfehlen, aus dieser Mischung dann nur die Grüntöne zu vernähen. Und zum Beispiel, das ist so also ein bisschen mühsam mit der Kamera. Du nimmst also die Grüntöne und mischst die mit so einem warmen Grauton und hast eben auch ein sehr, sehr schönes Kissenprojekt umgesetzt, das eben ganz anders wirkt, wenn du die Brauntöne weglässt. Also das wäre noch eine Empfehlung von mir, wenn das farblich dir besser gefällt. Du kannst aber zum Beispiel auch, das ist ein Bundle, das morgen in den Shop gehen wird, das ist jetzt ein Schottkotten-Bundle, aber du siehst die Farben. Da siehst du wieder diesen Rustton, diesen Rostton und da haben wir es mit Aquatönen gemischt. Wir sprachen ja gerade über Aqua. Das sieht total schön aus. Also wenn du sagst, okay, ich bin aber viel mehr Team Blau, dann kannst du doch ohne Probleme einfach die Brauntöne nehmen, aus der Serie Aqua einmischen und das sieht total hübsch zusammen aus. Also ist eine ganz andere Kombination, es wirkt komplett anders als die Version mit dem Grün und dem Braun. Also du kannst, diese beiden Töne sind extrem vielfältig zum Nähen und vielleicht ist das viel mehr was für dein Zuhause. Also die wirken jetzt sehr blau, die sind ein bisschen mehr aquamäßig, diese Töne. Also das wäre noch meine Empfehlung für euch. Wir haben auch andere Schottkottenbundle, die wir in den Shop packen. Die haben wir alle fertig gemacht. Also da haben wir relativ viel. Das sind aber jetzt andere Farben, ne? Aber das kam mir jetzt in den Sinn in Kombination mit den Braun- und Grüntönen. Nagging-Videoabend. Was ist euer Preis für die Biber? Biber zu mir. Da gibt es Bücher so. Genau, ich mache das auch so. Ich lese Bücher auch wieder. Es ist ein Wiedersehen mit alten Freunden. Ja, geht mir ganz genauso. Es gibt mehrere, die ich auch schon ein paar Mal gelesen habe. Pretty Woman mit einem Glas Wein. Ach, da habe ich jetzt Lust zu. Ich würde den Biber gegen den grünen Blumenstoff aus der Box tauschen. Tanja macht eine Tauschbörse auf. Kann man Schottkotten zur Kleidung verwenden? Ja, das kannst du. Schottkotten sind unglaublich weich. Die sind sehr, sehr, also eher fein. Das kann sein, dass die dir so ein bisschen knittern, weil es am Ende Baumwolle ist, ne?
Also nicht wie Leinen, nicht so viel wie Leinen, aber es ist halt eine Baumwolle, aber du kannst damit definitiv Kleidung nähen. Ich hatte vor Jahren mal eine ganz tolle Longbluse aus einem Schottkotten auf dem Blog vorgestellt und die war so schön. Das war so ein tiefer Lagunton, so ungefähr das und die sah so fantastisch aus. Also ich würde die besonders für so Hemden und Longblusen kannst du definitiv Schottkottens nehmen. Und ich freue mich total, dass ihr die so gerne mögt wie ich, weil wir haben die inzwischen in einer relativ großen Auswahl und ich liebe die. Sabine geht mit dem Hund raus. Alles Gute für den Hund. Der eine Dry Oilskin Canvas hat auch diese Farbe, Zimbisrost. Ja, der ist im Moment leider ausverkauft. Wir versuchen den gerade nochmal zu bekommen. Dann dürfen wir die Kompanie große Kleenex-Box nicht vergessen. Ich heul doch immer am Schluss, sagt die Petra. Das ist doch eigentlich furchtbar. Ne? Es gibt Filme, da muss ich immer heulen, jedes Jahr. Zum Beispiel gucke ich immer tatsächlich Liebe. Immer in der Weihnachtszeit. Und immer die Szene, wo sie in den Nebenraum geht, wo sie mitbekommt, dass ihr Mann eine Affäre hat. Ne? Mich zerreißt. Jedes Mal. Jedes Mal. Ich komme da nicht drüber weg über diese Szene. Was muss ich immer heulen? Kann man aus Schottkotten Taschen nähen? Ist er vom Stoffgewicht wie ein Solid? Er ist ein bisschen leichter, liebe Margot. Du kannst daraus aber sehr gut Taschen nähen, wenn du ihn mit G700 bebügelst. Dann wird er deutlich kräftiger und dann ist er toll. Und dieser Farbeffekt ist einfach so gewaltig. Also es gibt ja welche, die sind besonders auffällig. Also dieser hier zum Beispiel, ich hoffe, ihr könnt das hier in dieser Kamera sehen. Der wirkt jetzt wie ein Lila, der ist aber gewebt aus einem Türkis und aus einem Dunkelrot. Und der ist so lebendig in der Farbe. Also so ein Effekt hier, so eine leuchtende Farbe, wie der jetzt hat, aus diesen beiden gewebten Stoffen. Du kriegst keinen Solid, der so leuchtet wie der. Das ist einfach dieser Zweifarbigkeit geschuldet. Und es gibt Farben, da ist das relativ dezent. Also der hier zum Beispiel wirkt relativ dezent. Der ist aus leuchtend lila und schwarz. Der wirkt, aber dadurch, der hat so eine Tiefe einfach, ne? Manche, der hier zum Beispiel, das ist ein ganz tolles Grau, Chakor heißt die Farbe. Der ist aus Schwarz und Hellsilber gewebt. Also der ist für ein Grau unglaublich lebendig, wenn du ihn so anschaust. Und es gibt aber auch welche, da sieht man es kaum. Also zum Beispiel Oyster ist eine Farbe, wo du den Unterschied kaum siehst. Der ist aus Hellweiß und Creme. Aber der hat dafür, dass der halt ein Uni ist, der ist so leuchtend, der ist so schön, obwohl du gar nicht mit dem Auge zwei Farben ausmachen kannst. Ne? Also ich finde, Schottkotten sind fantastisch. Die sollte jeder mal ausprobiert haben. Tine kommt aus ihrer Komfortzone, das freut mich total. Magst du auch Instagram? Ich finde den super, Barbara. Ich finde den mega. Warte kurz. Ist es normal, dass nach dem Bügeln dann Eisen etwas klebt? Liebe Birgit, nein. Das kann eigentlich nur passieren, wenn du am Rand mal auf die Klebefläche kommst. Ich kann dir vielleicht einen Tipp geben. Wenn du G700 aufbügelst, G700 ist eine Gewebeeinlage. Ich zeige dir die. Also, wir haben das in diesen Tüten. Wir verkaufen das als Meterstücke bei uns im Shop. Und das ist ein ganz dünnes. Das ist also ganz, ganz dünn. Und eine Seite fühlt sich sehr weich an und eine hat halt diese Noppen. Und wenn du zum Beispiel viele Teile hast, die du bebügeln möchtest, wo du Gefahr läufst, dass dein Bügeleisen mit den Teilen in Berührung macht, mache ich es immer andersrum. Ich bügel also ein großes Stück G700 auf den Stoff auf und schneide dann die kleinen Teile aus. Weil erstens geht das viel schneller und zweitens verklebst du dir dein Bügeleisen nicht so. Das ist gerade wenn du so viele kleine Taschenteile hast oder auch bei Kleidung, wenn du so Kragenteile hast, es ist viel einfacher. Erst Vlies auf Stoff und dann ausschneiden. Kann ich dir total empfehlen. Dann passiert dir das eigentlich auch nicht, dass dir das verklebt.
Mal einen kleinen Themenwechsel. Hat jemand Tipps für das Einmal-Nadelwelt? Das erste Mal. Ja. Halt dein Portemonnaie fest, wäre mein Tipp. Gealtes Geschirrtuch kann man gut machen. Es gibt Bügeleisenreiniger. Wir haben das auch im Shop. Das bietet Flieseline an. Das ist so ein Stift und damit kannst du sehr gut dein Bügeleisen wieder sauber machen. Das mache ich auch regelmäßig. Das wäre noch ein Tipp. Gute Nacht, liebe Gang. Liebe Andrea, gute Nacht. Bekommt ihr eigentlich die Stoffserie Bookish? Nein. Sharon Holland Bookish haben wir nicht bestellt, liebe Diana. Ich weiß aber, dass der Stoffsalat die bestellt hat. Glaube ich. Also dort könntest du die finden. Die wird auch relativ bald jetzt ausgeliefert. Jetzt möchte ich nicht vom Thema abkommen, doch ich habe das aufbügelbare Soft and Stable. Also das heißt dann Style Will Fix. Wie schafft man es, ohne zu verkleben, zu bügeln? Hat das gerade bei der Roxanne. Du kannst im Zweifel wirklich ein Geschirrtuch dazwischen legen, wenn du Probleme hast. Das ist auch bei ganz vielen Fliesen eine gute Sache. Du nimmst dir einen, also das habe ich auch oft schon gemacht bei H630 oder so, dass ich ein Geschirrtuch nass mache, auflege und dann drüber bügel, weil die Feuchtigkeit dann noch mit in das Vlies geht. Und das ist eine gute Sache, wenn dein Bügeleisen nicht so viel Dampf gibt oder du gar kein Dampfbügeleisen hast. Einfach ein nasses Tuch auflegen und dann mit der Hitze quasi den Dampf erzeugen, der das dann zum besseren Anbügeln bringt. Und der Nebeneffekt ist, dass dein Bügeleisen sauber bleibt, weil solltest du Sauerei fabrizieren, landet die dann in diesem Bügeltuch. Ich habe aber meist so ein altes Mulltuch genommen. Bügel, also mir sind die zu dick, diese klassischen Küchenhandtücher. Ich habe immer so ein altes Babyspucktuch genommen, so ein ganz dünnes, einfach gelegtes Mulltuch. Und das habe ich immer in meinem Nähbestand gehabt. Das gibt es für kleines Geld überall. Das habe ich genommen, weil das ist sehr dünn und das ist eine gute Mittelschicht, wenn du etwas aufbügeln möchtest. Das wäre was für unseren Videoabend. Gemeinsam heult es sich leichter. Kann gemeinsam heult es sich schöner. Ist es möglich, im Onlineshop eine Filterfunktion einzurichten, um die verfügbaren Artikel von den verkauften Artikeln zu filtern? Liebe Kerstin, danke für die Info. Das werde ich morgen mal diskutieren. Ja, wir können halt nicht alles bestellen. Bookish ist auch schön, aber wir haben reichlich bestellt, so für die nächsten Monate. Und irgendwas muss man noch auslassen. Es hilft ja alles nichts, ne? Wollen wir denn schlafen? Petra schon in der Planung. Den Stoff mit dem Blumensprüher anfeuchten für den Dampf und dann Backpapier benutzen. Den Trick kenne ich nicht, liebe Ursula. Danke. Ich nehme auch Spucktücher. Ja, ich finde die super. Kommt Daydreamer von Tula Pink? Selbstverständlich, liebe Nicole. Wir haben Daydreamer bestellt. Wir kriegen auch noch mal einen ganzen Stapel Solids dazu, also die passenden Solids zu Daydreamer. Und eben die neuen Gurtbänder und so. Also wir sind da gut ausbestellt. Wir haben aber jetzt auch noch mal komplett Curiouser und Curiouser. Da gab es auch noch mal viel Nachfrage. Die haben wir alle zu Fat Quarter auch noch mal verarbeitet. Da kommt also einiges noch mal an Fat Quarter Sets. Kleine Sets, ne, mit so fünf, sechs Stoffen und auch passenden Solids und so in den Shop. Also da hast du schon fertige Kissen zum Zeigen? Ja, kann ich gleich zeigen. Stofftaschentücher kann man auch als Bügeltuch verwenden, ist total praktisch. Ja, also. Yes, Crema Catalana hat ihr Binding an den Quilt gehauen. Das ist super. So, wird es die schönen Rifle-Paper-Tassen wieder geben? Ja, die haben wir bestellt und zwar noch mehr. Es wird, die kommen Anfang Oktober. Bekommen wir nochmal die, die wir hatten. Also die mit den Büchern, die mit Strawberry Fields. Und dann gibt es welche, die so ein bisschen aussehen wie der Stoff, der in der letzten Weihnachtsbox war, diese Städte. Das wird es geben als
Tasse, als Kofferanhänger, als Passhülle, als was noch? Weiß ich gerade gar nicht. Aber da bekommen wir von Rifle Paper nochmal einen ganz großen Schwung Anfang Oktober. Ich habe eine Off-Topic-Frage. Ich möchte mir gern ein Cardigan nähen. Schnittmuster liegt bereit. Aus was für einem Stoffzusammensetzung nehme ich? Hat jemand eine Empfehlung? Das hat ein bisschen mit dem Cardigan-Schnitt zu tun. Wenn du einen Cardigan hast, der sehr schwer ist, eher so wie eine Jacke, dann brauchst du einen etwas festeren Stoff. Da kannst du ein French Terry zum Beispiel sehr gut nehmen. Wenn es ein sehr feiner, so etwas wie, wie heißt er denn jetzt? Von Helen's Closet. Die hat einen Cardigan-Schnitt. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Der liegt sehr eng an. Und der hat zum Beispiel, ich mag den deshalb so gerne, der hat einen engen Arm und den hat er deshalb, damit du super in deine ganzen Winterjacken und so reinkommst, ne? Also der ist an den Armen relativ eng, ist aber ansonsten Cardigan. Das ist zum Beispiel einer, wo ich einen deutlich leichteren Jersey nehmen würde. Blackwood Cardigan. Danke, Petra. Der Blackwood Cardigan. Also der, da würde ich einen deutlich leichteren Jersey nehmen, als zum Beispiel bei so einem schweren Schnitt, der mehr so eine Jacke hat. Eher feiner. Ja, Helen's Closet, den Schnitt habe ich gekauft. Ja, lieber Andrea, das ist ein super Schnitt erstmal. Ganz cool. Also der näht sich toll, der sitzt toll. Super Schnittmuster. Eines der besten, die ich kenne. Ja, da würde ich einen feinen Jersey nehmen. Da kannst du ein Ripped Jersey nehmen. Da kannst du aber auch, wir haben auch, also ich weiß nicht, wo du das kaufen willst, aber es gibt bei uns, wir haben so einen Viskosestrick, den kannst du dafür gut nehmen. Es gibt aber auch, die haben wir nicht von Swarfing, diese Bene-Serie. Das ist auch so ein Strick, der ist etwas dicker, sehr schön. Ja, ansonsten feiner Jersey. Wir haben so ein Basic von Meat Milk, der dafür gut geht. Ja. Sowas würde ich machen. Nicht zu dick. Nähe gerade den Quilt Radiate zusammen. Bin total begeistert. Das ist so ein schönes Schnittmuster, oder? Ha, Julia ist da. Hi, du kommst vom Singen. Ja, mach mal weiter. Was hast du denn Schönes gesungen? Okay, pass auf. Wer wollte Kissen sehen? Also, ich habe heute verschiedene Kissen für euch. Und zwar ging es ja jetzt vorrangig darum, dass ich, also die Grundidee hinter dieser Box war, also dass wir nicht so oft in unserem Zuhause, also ich gehe jetzt mal von mir aus, vielleicht stimmt das überhaupt nicht, dass ich nicht so oft umdekoriert habe für die Herbstsaison. Also da habe ich vielleicht mal die Tischdecke gewechselt oder den Tischschmuck, aber sonst ist das Haus eigentlich nicht so. Das heißt, wir haben so eher sommerliche Kissendecken auf der Couch und in meinem Büro und alles, was ich halt so dekoriere. Und dann kommt die Weihnachtszeit, aber die Zwischenzeit eigentlich nicht. Und ich finde das eigentlich total schade, weil ich habe im Herbst durchaus Lust, mich mit Herbstfarben zu umgeben. Und deshalb habe ich so ein paar Herbstkissen im Haus. Aber es waren eben sehr wenige. Also ich habe zum Beispiel dieses hier, das habe ich vor Jahren mal genäht, das mag ich sehr. Das ist aber ein Paper-Piecing-Projekt und das dauert dann auch so ein bisschen. Und so ein Kissen ist jetzt nichts, wo du sagst, ich brauche mal eben drei, vier Kissen im Haus. Dafür dauert das hier zu lange. Also ich mag das total gerne. Das liegt bei uns oft oben in der Herbstzeit im Schlafzimmer. Habe ich das mal gezeigt? Ich glaube, ne? Am Blog auf jeden Fall. Ich mag halt diese schnelleren Projekte, wo man einfach auch in einem Nachmittag mal mehrere Kissen nähen kann. Und danach sieht die Couch schön dekoriert aus und weiter geht's. Und es gab eben in den letzten Monaten im Live immer wieder Fragen rund ums Kissennähen. Wie nähe ich das hinten zusammen? Wie mache ich denn ein Binding oder ein dran? Und da habe ich mir überlegt, okay, das ist jetzt vielleicht doch mal eine schöne Idee, zu sagen, wir nähen jetzt nicht die mega aufwendigen Projekte, aber wir machen etwas, wo man mehrere von machen kann. Und ich vermittle euch jetzt einfach so ein paar Grundtechniken, wofür wir sonst in den Lives einfach nie Zeit haben, weil es dann dafür doch wieder zu anspruchsvoll ist, zu sagen, ich zeige euch nochmal eben, wie das geht. Also haben wir das jetzt zum Thema gemacht für diese Box. Und es gibt zwei Designs, die ich total gerne nähe, auch wenn ich irgendwie ein Kinderkissen verschenke oder so, weil es einfach schnell geht und weil es
schön ist, wenn du so große Prints hast. Und eines ist das hier, das ist eigentlich total simpel, ne? Das sind ja wirklich nur, das ist wie, ja, Patchwork mit vier Teilen. Aber ich finde das total schön. Ich habe das auch auf Kaufkissen schon oft gesehen, einfach vier Farben. Und ich mag das einfach sehr gerne, wenn ich schöne Stoffreste habe, die ich gerne vernähen will. Und ich mag dieses Design total gerne, wenn man eben einen großen Print hat, wie hier die Biber, den man einfach nicht so klein zerschneiden möchte. Also ich hätte den natürlich hier reinbauen können, aber danach hättest du die Biber nicht mehr erkannt. Die hätte ich ja komplett zerlegt dafür, ne? Und das finde ich einfach sehr schade. Und das ist halt auch oft bei Kinderkissen der Fall, dass es diese großen Motive sind. Und deshalb mag ich eben dieses Vierer-Design. Und deshalb habe ich eben einmal ganz kurz erklärt, wie setzt du das zusammen, wie steppst du das ab? Und habe dann eben grundlegende Tipps rund ums Kissennähen gegeben. Und zwar habe ich dir hier in dem Schnittmuster erklärt, wie nähe ich eine Paspel. Eine breite Paspel an den Kissen sieht man ganz oft bei gekauften Kissen. Und die Kunst ist eigentlich, dass sie richtig schön unten schließt. Also der gängige Weg ist ja, wenn du gekaufte Paspel hast, dass du unten so ein Kreuz produzierst. Also du lässt das so auslaufen, hast unten ein Kreuz. Wenn du dir aber selber die Paspel machst und wie das geht, zeige ich dir, kannst du einfach eine bündige Paspel nähen. Und das sieht halt an deinem Kissen total schön aus. Das Zweite, was ich gerne mal zeigen wollte, weil wir haben, also ich habe ja auch eine andere Binding-Technik, das ist ja mehr so eine Quilt-Binding-Technik, die jetzt an diesem Kissen ist und die auch zum Beispiel an diesem Kissen ist. Also das sind Techniken, die nähe ich relativ oft an Patchwork-Kissen. Die nähe ich aber eigentlich nie an Kissen, wenn ich quasi wirklich nur aus wenigen Stoffen was mache. Das Zweite, was ich an diesem Kissen sehr gerne mag, der hat, ich habe also, da kannst du einfach einen Fat-Quarter nehmen und Rückseite machen. Wirklich nur Rückseite, Paspel, fertig. So schönes Kissen fürs Sofa. Und dann ist der Reißverschluss eben unten. Das heißt, du musst die Rückseite nicht zerschneiden und kommst also wirklich mit einem Fat-Quarter aus, weil wenn du diesen Verschluss hast, so wie er jetzt hier ist, das ist ja einen, den ich sonst oft empfohlen habe. Hier diesen verdeckten Reißverschluss auf der Rückseite. Und wie der geht, das siehst du in einem Tutorial auf meinem Blog. Das habe ich schon oft auch hier gezeigt. Aber du brauchst hierfür mehr als ein Fat-Quarter, weil du einfach ein längeres Stück brauchst wegen diesem Umschlag. Und wenn du sagst, ich habe aber nur ein Fat-Quarter und ich will ein Kissen daraus nähen, dann ist es halt viel praktischer, wenn der Reißverschluss unten sitzt, weil du dann mit einem Fat-Quarter auskommst. Deshalb wollte ich das hier auch gerne einmal zeigen, wie das geht, wenn man ihn unten einsetzt. Dann gibt es eine zweite Sache, die ich total oft an schnell genähten Kissen nutze. Und das ist das hier. Das ist auch wirklich ganz simpel. Da sitzt eine falsche Paspel drin. So, das ist einfach so ein Streifen, den ich da eingenäht habe. Das mache ich ganz oft bei Kissen. Du kannst das natürlich auch noch raffinierter machen. Du kannst quasi auch wie so eine Büchertasche hier reinmachen. Das sieht total schön aus bei Kinderkissen. Aber ich will damit nur sagen, es sind einfache Methoden, die aber total gut sind, wenn man die mal beherrscht, weil damit hast du so ein kleines Grundrepertoire, wo du ganz einfach Kissen nähst. Dann habe ich dir mit diesem Kissen zeige ich dir, wie man so einen ganz einfachen verdeckten Reißverschluss in den Boden näht. Das ist also bei diesem Kissen bei der Anleitung dabei. Das ist die schnellste Version, einen Reißverschluss einzunähen. Und es sieht halt von außen total professionell aus. Du siehst den Reißverschluss gar nicht. Er sitzt verdeckt hier drin, super schnell genäht. Und auch das ist natürlich aus relativ einfachen Stoffstücken zu machen. Auch hier habe ich einfach einen Fat Quarter auf die Rückseite gelegt. Und beim deutschen Fat Quarter ist es halt so, dass ein kleines Stück überbleibt, weil der ja 50 mal 55 ist. Und daraus habe ich die falsche Paspel genäht. Und dann habe ich hier noch ein paar Tipps. Also dieses Kissen steht ganz besonders gut. Ganz oft, wenn du Kissen nähst, hat es so tote Ecken. Ich zeige es mal jetzt hier. Da habe ich es nicht gemacht, zum Beispiel. Also oft haben Kissen an der Ecke so stehende Ohren, ne? Bei diesem Kissen geht es jetzt noch, weil das relativ fest ist durchs Patchworken, aber Kissen haben dann oft diese Stehecken. Und es gibt eine relativ einfache Methode, mit der du ein Kissen so nähst, dass es diese Stehecken nicht hat. Dass es einfach oben
wenn es so auf der Couch liegt, einfach schöner aussieht. Gerader. Da nähst du innen auf eine bestimmte Art und auch das habe ich in dieser Anleitung erklärt, wie das geht. Also das ist das, was ich dir in diesem Monat zeige, ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, sondern es geht einfach mir darum, dass ihr am Ende einfach alle diese Tipps drauf habt und ja, einfach relativ schnell und sicher diese Methoden beherrscht und ein Kissen nähen könnt mit jeder dieser Varianten. Und gibt es diese Kissenreißverschlüsse auch im Shop, also in Farbe? Meinst du diese hier? Wir stellen morgen nochmal die Reste ein, die wir haben. Wir haben eine relativ große Reißverschlusslieferung bekommen. Die werden wir jetzt alle einstellen. Also ein paar Farben haben wir. Wir haben Grau, Blau, Braun auf jeden Fall. Es kommt aber jetzt ganz bald auch wieder Weiß. Also auch die werden wir bald jetzt auch in größerer Form führen. Und ja, also insofern ist es diesmal ein bisschen anders als sonst, sondern diesmal geht es mir so ein bisschen mehr ums Vermitteln von diesen Techniken. Und darüber werden wir ab morgen sprechen. Okay? Da war sie wieder, die Raketenwissenschaft, habe ich es gesagt? Echt? Guck mal, ich höre mir selber gar nicht zu. Also, das sind die Dinge, über die wir in dieser Woche sprechen werden. Mit all denen, die Lust haben. Okay? Und ja, das war jetzt ein wilder Abend. Jetzt habe ich euch hier ganz schön abgeholt mit unserem Abo und mit all den Gedanken. Und ja, ich freue mich total auf morgen. Wenn irgendetwas ist, wenn Fragen sind, könnt ihr uns natürlich auch vorab immer schon kontaktieren. Die Yvonne steht parat über hallo@. Rund um das Abo, wenn da jetzt Fragen sind, da wird es ausführliche Info geben. Für alle, die die haben wollen. Ich werde mit Alex über sein Kartendesign sprechen. Heiliger Strohmann, was habe ich da angefangen? Was ist die Büchertasche? Okay, Entschuldigung. Das ist zum Beispiel etwas total Schönes. Wenn du hier zum Beispiel eine Tasche aufsetzt, so auf halber Höhe auf das Kissen, und dann kann man da so das Gute-Nacht-Buch reinstellen, das man mit dem Kind gerade liest. Das finde ich total schön. Das ist so eine Einschubtasche in ein Kissen. Das finde ich ganz, ganz schön, damit man immer das Gute-Nacht-Buch parat hat. Das haben wir ja auch oft auf dem Bett des Kindes liegen, damit wir am nächsten Tag weiterlesen können und das Buch nicht abhanden kommt. Also so eine Lesekissenhülle finde ich auch total schön. Und solche Sachen sind einfach auch schöne Geschenke für einen Kindergeburtstag oder für eine Taufe. Also wenn man einmal diese Techniken drauf hat und du echt in relativ schnell mit diesen Methoden Kissen nähen kannst, dann kannst du einfach ganz, ganz viel damit machen. Du kannst zum Beispiel zu Weihnachten mit einer Plotterdatei was hier drauf machen. Oder du kannst mit einem Kordelfuß eine Schrift aufsticken. Oder du kannst, wenn du eine Stickmaschine hast, zur Geburt irgendwie Name, Geburtsdatum oder den Trauspruch oder den Taufspruch aufsticken oder aufplotten. Oder du kannst einfach total schöne Lieblingsstoffe nehmen und so kombinieren. Also wir Patchworker machen sie uns ja oft schwer. Da ist ja jedes Kissen was mega Aufwendiges. Und also ich liebe ja diese Kissen. Ich will die ja auch nicht missen. Also das liegt bei mir, bei meinem Quilt, bei meinem Quilt von euch liegt dieses Kissen. Und das habe ich immer bei mir. Ich habe das total gerne. Aber das nähst du halt nicht in 2 Stunden. Ne? Das dauert so ein bisschen. Und wenn du so übers Jahr dekorieren willst, dann finde ich einfach auch die Kissen schön, die eben nicht immer ewig dauern und die schneller mal genäht sind. Und darum geht es mir eben mit dieser Box. Und du hast ja ein bisschen Variation. Du hast 6 Stoffe in der Box. Und du hast auch genug drin. Wenn du zum Beispiel Biber auf der Vor- und Rückseite haben willst oder zum Beispiel hier diesen Waldprint, kannst du machen. Also wir haben ja wirklich auch eine Menge Stoff diesmal in die Box gepackt. Kannst du vielleicht mal die Weihnachtsbox teasern? Was verrate ich denn? 2 Schnittmuster sind drin. Für wen ist sie was und für wen nicht? Er ist noch nicht geliefert, aber er ist immerhin. Ich glaube, ich kann das aber schon versprechen, weil ich habe die feste Zusage schon. Es ist ein Pre-Cut drin, den ich gerne drin haben wollte. Viel Schönes.
Was soll ich sagen? Nee, ich kann gar nicht so viel verraten, liebe Ursula. Zwei Projekte, viele schöne Sachen, eher modern, nichts Florales. Nichts Florales? Nee. Also, es ist nicht weihnachtlich. Meine Stickmaschine könnte in der Tat mal wieder was tun. Ja, man könnte die passende Garnfarbe für Forest Nut, die habe ich jetzt nicht im Kopf, Anne, aber die finde ich für morgen raus, okay? Stöckeline, bis morgen. Die Taschentuchtasche aufnähen für traurige Filme. Oh, Ulrike, das ist ja auch eine gute Idee. Uli ist morgen nach dem Italienischkurs wieder da. Buonasera. Bisschen Info zu weit. Nee, ich will euch gar nicht so viel verraten. Der Alex hat eine wunderschöne Box designt, so wie kann ich schon mal sagen. Das nächste, was ich mit Gewissheit sagen kann, ist. Nee, nee, ich sag nichts. Da verrate ich zu viel. Aber schön. Modern, schön. Ihr Lieben, das war ganz schön mit euch. Ihr verabschiedet euch in die Nacht. Ich verabschiede mich in die Nacht. Wir sehen uns morgen. Und was sind Pre-Cuts? Das ist ein vorgeschnittenes Teil einer Serie. Also es gibt verschiedene Formen von. Also normalerweise hat eine Serie 20 bis 40 Teile Stoff. Und ein Pre-Cut hat dann in einem bestimmten Zuschnitt alle Teile dieser Serie. Also es gibt die Mini-Charms, die sind so groß. Da hast du also 40 mal diese Größe. Das ist, ich habe hier einen. Das hier ist die Größe von einem Mini-Charm-Pack. Und der hat aber 40 Teile. Das heißt, du kannst da total schön Kissen draus nähen. Du kannst sie alle aneinander nähen und oben und unten Streifen dran machen. Habe ich schon öfter gemacht. Und hast dann eben von einer ganzen Serie ein schönes Kissen. Ganz einfach genäht. Dann gibt es den Charm-Pack. Zeige ich dir auch. Moment. Okay. So, ich habe jetzt willkürlich in mein Regal gegriffen, aber dann kann ich dir das zeigen. So sieht ein Mini-Charm-Pack aus. Das ist ein Mini-Charm-Pack. Das ist ein normaler Charm-Pack. Wiederum dasselbe. Du hast also alle Stoffe der Serie vorgeschnitten auf dasselbe Maß in der Größe. Und dann kannst du daraus durchaus einen kompletten Quilt nähen. Das sieht halt total schön aus. Die Stoffe passen halt alle zusammen. Dann gibt es Skinny Stripes, heißen die bei Kona. Das sind also sehr schmale Streifen. Honey Buns heißen die bei Moda. Die haben manchmal je nach Hersteller einen etwas anderen Namen. Dann gibt es aber auch Jelly Rolls. Das sind also 2,5 Inch breite Streifen. Und dann ist jeder Streifen aber so lang wie der Stoff. Also 1,10 Meter. In einem Streifen, der 2,5 cm breit ist. Und daraus kannst du richtig schöne Quilts nähen. Also aus diesem einen Pre-Cut kannst du eine komplette Decke nähen. Da gibt es extra Schnittmuster, da steht dann immer drauf, Jelly Roll Friendly zum Beispiel. Und dann weißt du Bescheid. Dann gibt es ein Layer Cake. Ein Layer Cake habe ich jetzt gerade nicht hier, aber ein Layer Cake ist viermal so groß wie das. Also vier so Teile nebeneinander sind ein Layer Cake. Also das ist nochmal ein solches Format. Und dann gibt es Fat Quarter Bundles. Das ist also eine komplette Serie. Immer einen amerikanischen Fat Quarter, aber eben auch die ganze Serie. Daraus kannst du eben auch ganz, ganz, ganz viel nähen. Und die Hälfte davon ist ein Fat Eight. Also Fat Eight ist halb so breit wie ein Fat Quarter. Und auch da gibt es viele Schnittmuster, die dafür arbeiten. Du hast also quasi ein Stück, das ungefähr so groß ist, von der kompletten Serie. Und es gibt viele, viele Schnittmuster, die mit diesen Pre-Cuts arbeiten. Warum Pre-Cuts? Erstens ist es eben eine ganz einfache Methode, die komplette Serie nach Hause zu holen.
Zweitens gibt es jede Menge Schnittmuster, die darauf ausgelegt sind. Das heißt, du kaufst dieses Pre-Cut-Schnittmuster in Kombination mit einem Pre-Cut und hast eben relativ schnell und einfach ein Quilt zusammen. Man darf den Effekt nicht unterschätzen, dass die ja schon komplett vorgeschnitten sind. Das heißt, die Schneidearbeit fällt weg und damit kannst du einfach sehr schnell nähen. Das ist eine coole Sache. Und ja, so präzise kriegt man es auch selbst meist nicht geschnitten. Und man darf auch einfach nicht vergessen, wie unglaublich schön die im Regal aussehen. Also ich finde, Pre-Cuts im Regal sind immer ein Sacker. Mir tut das weh, sowas aufzumachen, weil die einfach so schön aussehen, wenn die zu sind. Also ich bin ein großer Pre-Cut-Liebhaber. Ganz offensichtlich unsere Kunden auch. Also wir haben inzwischen zu allen Serien, die wir bestellen, auch immer Pre-Cuts mitbestellt, weil die sehr beliebt sind. Nein, lieber nichts verraten. Nein, ich verrate auch nichts. Die Weihnachtsbox wird schön. Ja, die Yvonne plant mit. Die Yvonne weiß das. Wird es im Shop Kona Jelly Rolls geben? Normalerweise, liebe Regina, eigentlich nicht, weil wir keine Kona Cottons haben. Wir werden aber demnächst Kona Jelly Rolls haben, weil wir die neue Serie von Elizabeth Hartmann bestellt haben. Das ist die mit diesen Tierschnittmustern, ne? Kennst du vielleicht die Dogs in Sweaters, diese Dackel und so, oder die wunderschönen Vögel. Und zu dieser Serie gibt es eine Begleit-Kona-Cotton-Serie mit den passenden Unis. Und da haben wir die Jelly Rolls und die Charm Packs und ich glaube die Fat Quarter bestellt, weil das einfach so schön zusammenpasst. Also da werden wir auch die ausnahmsweise mal Kona Jelly Rolls haben. Passen die Grüntöne der zwei neuen Mode-Weihnachtsserien zueinander? Ich glaube ja. Ich kann es mit Gewissheit nicht sagen. Ich werde das morgen für dich rausfinden, liebe Ilka. Okay? Das ist wirklich schlimm mit den Pre-Cuts. Die sehen immer so furchtbar schön aus, dass ich sie lange streichle, bevor ich sie vernähe. Es gibt wirklich welche, die sammle ich. Kann ich gar nicht aufschreiben, weil die einfach zu schön sind. Das ist wie Briefmarken sammeln. Ja, hast du recht, Gesine. Das ist furchtbar. Also Pre-Cuts sind was sehr, sehr Schönes. Okay, ihr Lieben, ich verabschiede mich in die Nacht. Es war mir wie immer eine Freude. Ich danke euch, dass wir heute so offen über unsere großen Änderungen gesprochen haben. Ihr habt das, glaube ich, schon gemerkt, dass mir das unglaublich schwer fällt, das umzusetzen, weil ich mir natürlich wünsche, dass hier alle völlig in Freude dabei sind und ich überhaupt kein Interesse habe, hier irgendwie jemanden unglücklich zu machen. Das ist das Allerletzte, was ich will. Und danke für all die, die Verständnis haben. Und wenn Fragen sind, einfach schreiben. Wir klären das, okay? Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns morgen. Morgen geht es ans Eingemachte. Wir nähen Kissen. Bis dahin gucken wir vielleicht alle nochmal Pretty Woman. Oder fangen wenigstens schon mal an. Und ja, freuen uns auf unsere Pyjama-Party. Ich freue mich tierisch. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen morgen. Ihr Lieben, danke, dass ich mit euch meinen Abend verbringen darf. Alles Liebe für euch. Bis dann. Tschüss.